Gut, sollen wir anfangen? Gut, dann fange ich an. Hallo, mein Name ist Clifford Wolf, ich bin Autor von Yosys und wir haben jetzt einen 2-Stunden-Marathon vor uns, wo ich über Verilog Synthese mit Yosys reden werde, aber auch über formale Verifikationsmethoden mit Yosys. Gut. Das ist das, worüber wir reden werden. Also ich werde zuerst ein bisschen eine Einführung geben in das ganze Themengebiet, falls sich jemand noch nicht wirklich auskennt, wie HDLs funktionieren und wie heutzutage digitale Schaltungen entworfen werden. Und dann werden wir uns diesen zwei großen Blöcken zuwidmen. Zunächst werde ich einige Syntheseflows vorstellen, die Yosys verwenden. Und werde dort irgendwie versuchen herzuzeigen, wo sind die Unterschiede, vor allem aber wo sind die Gemeinsamkeiten, werden wir feststellen. Man kann mit Yosys eigentlich relativ flexibel sein, viele verschiedene Architekturen als Target haben. Und das schaut eigentlich immer sehr ähnlich, sehr gleich aus, das, was man tun muss dafür. Und im zweiten Block schauen wir uns dann die formale Verifikation an. Vielleicht nicht ganz so populär wie die Synthese. Also wenn ich am Kongress über formale Verifikation gesprochen hätte, hätten sie mir wahrscheinlich nicht in einen Einserraum gesteckt. Aber ich persönlich, von mir ist das ein ganz wichtiges Thema, die formale Verifikation. Unter anderem oder nicht zuletzt auch deswegen, weil es in der Synthese zumindest Gratis-Tools gibt. Also da haben wir, weiß ich, von Xilinx und Altera für FPGAs, gibt es Tools, die zumindest nichts kosten. Also sie sind nicht Open Source, aber wenn jemand einfach nur mal lernen möchte, wie man damit umgeht, dann gibt es da die Möglichkeit. Auf der formalen Verifikation schaut die Sache anders aus. Da kenne ich eigentlich kein Gratis-Tool von irgendeinem Hersteller und meines Wissens nach ist Yosys da im Augenblick die einzige Möglichkeit, interessante Dinge zu machen, ohne irgendwie gleich mehrere hunderttausend Euro für Lizenzen in die Hand nehmen zu müssen. Okay, kommen wir zu diesem ersten Teil, zu der Einführung, zu dem Überblick. Also da rede ich jetzt mal schnell drüber, was Verilog eigentlich ist und was Hardware-Beschreibungen in Sprachen sind, was ein Syntheseflow ist, dann was bedeutet Verifikation, Simulation und formale Verifikation und welche Open-Source-Tools gibt es da im Augenblick. Dann natürlich zuletzt die Überleitung zu Yosys. So, was ist Verilog? Also Verilog ist eine Hardware-Beschreibungssprache, eine HDL, das heißt, das ist eine Computersprache, so wie eine Programmiersprache eine Computersprache ist. Aber diese Computersprache, die Texte, die in dieser Computersprache geschrieben sind, beschreiben kein Programm, sondern sie beschreiben eine Schaltung. Es gibt zwei sehr wichtige HDLs, nämlich VHDL und Verilog. Und manchmal hört man von Leuten die Theorie, dass Verilog HDL, wie es dann oft genannt wird, dass das VHDL wäre. Nein, es sind zwei verschiedene Sprachen. Und wie das so ist, wenn es verschiedene Sprachen gibt, dann gibt es natürlich die Religionskriege zwischen den Angehörigen dieser Sprachen. Und in diesem Religionskrieg stehe ich persönlich auf der Verilog-Front. Ich kann mich gut vertragen mit VHDL-Leuten. Also so ist es nicht. Es gibt dann auch noch System-Verilog. Und System-Verilog ist im Grunde ein stark erweitertes Verilog, wo einfach viele zusätzliche Features eingebaut wurden. Ursprünglich wurden HDLs verwendet für Tests und für Dokumentation von Schaltungen. Nicht wirklich für die Schaltung, für das Erzeugen der Schaltung selber, für das Design. Das kam dann erst später, dass man gesagt hat, wenn ich da schon so eine Sprache habe und relativ gut verstehe, wie eigentlich der Prozess ist, um von diesem Text in dieser HDL-Sprache auf eine Schaltung zu kommen, warum kann ich das nicht automatisieren und ein Programm schreiben, das das für mich tut? Also das ist der historischer Hintergrund. Und viele Dinge, die sehr komisch sind mit den HDLs, wenn man dann irgendwie lernt, wie die
wie die dunklen Ecken des Sprachstandards so ausschauen. Also die komischen Dinge, die sind meistens durch diese Historie erklärbar, dass das eben ursprünglich gar nicht gedacht war als eine Sprache, mit der man jetzt wirklich das Design macht, sondern eine Sprache, mit der man mal Dokumentation und Test macht. Und ursprünglich hat man dann händisch versucht, eine Schaltung zu machen, die dem, was in diesem HDL-File beschrieben wird, entspricht. Und später hat man dann Programme gemacht dafür. So, und diese Konversion, was das Programm macht, diese Umwandlung von einem HDL-File in eine Schaltung, das nennt man eben die HDL-Synthese. Gut, wie schaut sowas aus? Wie schaut so ein Verilog-Text aus? Da habe ich hier ein kleines Beispiel gemacht. Wir haben... Gut. Das wird schwierig. Ich versuche zu beschreiben. Ich versuche nicht zu zeigen. Wir haben hier ein Modul. Das Modul heißt Example00, also quasi eine Schaltung. Modul heißt im Grunde eine Schaltung oder auch Teilschaltung, weil man hierarchische Designs machen kann, wo man andere Module dann als Untermodule in einem Modul verwendet. Und dieses Modul hier hat in Summe 6 Pins, nämlich ein Input-Pin, der Clock ist, und dann 5 Output-Pins, das ist ein Gray, der heißt Gray Counter, quasi Gray Counter 0 bis Gray Counter 4, werden diese 5 Pins. Dann habe ich hier einen Parameter, quasi eine Konstante, die ich definiere, und 2 Register, nämlich ich nenne sie ja Fast Counter und Slow Counter, und in dem Fall zählt mit jedem Takt der Fast Counter hoch, bis er bei diesem Prescaler-Wert angelangt ist. Und dann wird Fast Counter wieder auf 0 zurückgesetzt und der Slow Counter wird um 1 inkrementiert. Das heißt, alle 100 Zyklen, weil der Local Param Prescaler auf 100 ist, wird mein Slow Counter um 1 hochzählen. Das ist das, was dieses Programm macht. Mein Ausgang ist aber ein Gray Counter. Das heißt, wir müssen diese binäre Zählen noch in einen Gray Code umwandeln. Und Gray-Code umwandeln geht eben relativ einfach, indem ich einen Wert nehme und verX-Odere mit dem um rechts geschifteten Variante, das ist diese untere Zeile, wo ich diesen Gray-Counter-Ausgang definiere. Also so schreibt man Schaltungen, so schreibt man CPUs. Und dann kommt ein Tool daher und macht das draus. Und das ist jetzt genau die äquivalente Schaltung. Das hier ist eine Coarse-Grain-Schaltung. Coarse-Grain heißt in dem Fall nur, dass wir nicht ein Bit Signale anschauen und Gatter, die irgendwie Ein-Bit-Signale nehmen und was anderes machen, sondern wir haben hier größere Funktionsblöcke wie Addierer und Vergleiche von ganzen Vektoren und diese Dinge. Gut, also das ist der Prozess, den wir uns anschauen. Wir nehmen einen Text und wir machen daraus eine Schaltung. Und dann haben wir eine Schaltung, die in dem Fall hier ein bisschen abstrakt ist, weil wir haben eben hier große Blöcke, wie zum Beispiel ein Addierer. Aber man kann sich dann, glaube ich, schon vorstellen, wenn ich mal an dem Punkt bin, dann ist es nicht so schwierig, jetzt dann den Addierer zum Beispiel zu ersetzen durch etwas, was einzelne Gatter verwendet, um funktional genau das Gleiche zu machen. Wenn ich so ein Diagramm erzeugen möchte mit yosys, dann brauche ich nur yosys-p und dann kann man ein Skript auf der Kommandozeile angeben als Argument und dann das, was da unten steht, prep-show-stretch. Das ist das Programm, das ich verwendet habe, das yosys-Skript, das ich verwendet habe, um aus dem Verilog aus der letzten Slide diese Schaltung hier zu machen. Gut, also das ist jetzt HDL-Synthese. Was ist jetzt ein HDL-Synthese-Flow? Das ist ein Wort, das man doch recht häufig hört von den ASIC-Leuten und von den FPGA-Leuten, dass sie von Flows reden. Und Flow, das ist nichts anderes als eine Reihe von Tools hintereinander geschalten, die dann nicht nur die Synthese machen, sondern wirklich diesen Text, dieses Verilog-File umwandeln auf was auch immer ich brauche auf meiner Zielhardware. Das kann ein FPGA-Bitstream sein, das kann ein ASIC-Mask-Layout sein, was auch immer. Und in der Regel hat man eben so eine Liste von Programmen, wie sie hier stehen, dass man ein Synthese-Tool hat, das nimmt dieses HDL-File und macht daraus eine so eine Netzliste. Und Netzliste ist eben wieder im Grunde eine Tabelle, wo drinnen steht, welche Zellen soll diese Schaltung haben und wie sind diese Zellen miteinander verbunden, aber ohne irgendeine Geometrieinformation. Und dann kommt im nächsten Schritt der sogenannte Placer und der nimmt diese Netzliste und überlegt sich, wo kommen die einzelnen Zellen auf meinem Chip zum Beispiel hin, wenn ich ein ASIC-Design habe. Und der muss natürlich dafür berücksichtigen, wie diese Zellen verbunden sind, weil ich möchte
einerseits mal die Gesamtkabellänge auf meinem Chip, die Wirelength, reduzieren, weil ich einfach nicht unendlich viele Routing-Ressourcen habe. Aber dann will ich auch Routing-Congestions vermeiden. Also manchmal gibt es Fälle, da habe ich Dinge, die kann ich sehr nahe zusammentun und habe ich sehr, sehr kurze Kabel, das schaut ganz hervorragend aus, aber es geht sich einfach nicht aus mit der Anzahl der Metallebenen, die ich habe. Und wenn ich diese Teil der Schaltung ein bisschen weiter auseinander tue und andere Dinge in die Zwischenräume schiebe, dann kann sein, dass ich meinen Chip besser routen kann. Das heißt, Minimieren der Wirelength ist sozusagen nicht das einzige Optimierungsziel an dieser Stelle. Und dann kommt ein Router und der Router, der nimmt eben dieses Placement, er weiß jetzt, wo welche Zelle ist, er weiß, welche Zelle mit welcher verbunden gehört und der Router entscheidet dann, wo diese Wires wirklich sind auf meinem Chip. Wenn ich das habe, dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Mich interessiert dann aber in der Regel noch, wie schnell meine Schaltung jetzt tatsächlich ist. Das heißt, ich brauche dann ein Timing-Analyse-Tool. Das nimmt sich diese Informationen von Placer und Router und sagt dann, das Design kann mit so und so viel 100 MHz laufen. Und am Schluss brauche ich noch ein Programm, das die Production-Files erzeugt. Also das Bitstream für meinen FPGA oder wirklich die Masken-Files für meinen ASIC-Prozess. Und so etwas nennt man dann einen Syntheseflow. Also in der Regel, wenn ich jetzt ein Designer bin und ich will einen Chip bauen, dann gehe ich nicht zu einem Hersteller und sage, verkauf mir ein Synthesetool und zum anderen Hersteller und sage, verkauf mir einen Placer und zum dritten Hersteller und sage, verkauf mir einen Router, sondern ich kaufe ein Paket, wo diese Tools schon alle fertig miteinander integriert sind. Und Yosys ist eben ein Synthesetool. Das heißt, das ist auf dieser Aufzählung hier nur die erste Zeile. Und damit man dann sagen kann, hurra, wir haben jetzt einen Open Source Flow, braucht man dann eben auch noch die anderen Komponenten. Für den ICE40 FPGA haben wir das eben geschafft letztes Jahr. Ich werde jetzt kurz auch später noch im Vortrag darüber reden. Gut, also jetzt wissen wir, was ein Flow ist. Wir wissen, wie solche Schaltungen gemacht werden. Ein wichtiger Punkt ist aber immer noch die Verifikation. Also bei FPGAs kann man Sachen ausprobieren und vor allem Leute, die neu beim FPGA-Designern sind, die machen gerne, ich würde sagen, es ist ein Fehler, dass sie einfach Schaltungen machen und ein FPGA einspielen und schauen, ob es funktioniert und nicht simulieren. Und ein großer Prozentsatz der Bug-Reports, die ich zu Yosys komme, sind Leute, die auf diese Art und Weise entwickeln, sich nicht erklären können, warum ihre Schaltung nicht funktioniert, und das muss ein Bug in Yosys sein. Also bitte verifizieren. Verifizieren ist einfach nur der Prozess herauszufinden, ob meine Schaltung sich gemäß der Spezifikation verhält. Da gibt es immer noch das andere Problem, herauszufinden, ob die Spezifikation wirklich das spezifiziert, was ich mir im vom Big Picture her überleg, das ist ein eigenes Problem, aber bei Verifikation ist die Frage, entspricht meine Schaltung der Spezifikation? Und ich kann das auf zwei verschiedene Arten feststellen, ob das der Fall ist. Ich kann simulieren, das ist das Einfachere, dass ich mein Design nehme und dann schreibe ich eine Testbench, quasi ein kleines Programm, das bedient die Eingänge meiner Schaltung, schaut, ob bei den Ausgängen das Richtige rauskommt. Meistens schreibt man diese Testbenches in der gleichen HDL, in der man auch das Design schreibt. Und dafür gibt es dann immer diesen nicht synthetisierbaren Subset von der HDL, wo die HDL mehr ausschaut wie eine Programmiersprache und weniger wie eine Hardware-Beschreibungssprache. Und das sind die Teile für die Testbenches. Ein Problem ist, dass so wie ich eine halbwegs interessante Schaltung habe, dass ich immer nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von dem gesamten Raum aller möglichen Inputs simulieren kann. Und man denkt sich, naja, ich meine, wenn ich da einen Dividierer zum Beispiel gebaut habe und ich probiere einfach zufällig 10.000 Zahlen zu dividieren, und das passt bei allen 10.000, dann wird das schon passen, was da rauskommt. Erinnert sich jemand an den Pentium F-Diff-Bug? Das war genau sowas. Da war in der Floating Point Unit eine Tabelle. Die Tabelle wurde irgendwie zum Dividieren verwendet. Was weiß denn ich, wie der intern aufgebaut ist. Aber offenbar war ein Tabelleneintrag falsch. Und die 10.000 zufälligen Zahlenwerte, also 10.000 natürlich jetzt auch eine Hausnummer, die ich also, aber bei der Unzahl von Werten, die sicherlich versucht haben zu dividieren in ihren Testbenches, haben die einfach nie diese eine Zeile in der Tabelle getroffen. Und damit haben die den Chip gemacht und nie gewusst,
dass der Chip einen Fehler hat, bis dann irgendjemand in einem Excel-Spreadsheet die falschen Zahlen dividieren wollte und festgestellt hat, naja, da kommt ja was Falsches raus. Also das ist das Problem bei Simulation. Das heißt, wir können mit Simulation nicht alles erschlagen, trotzdem sollten wir immer simulieren. Also Simulation sagt uns mal schon sehr, sehr viel. Aber wir sollten zusätzlich zur Simulation auch noch etwas anderes uns überlegen, das ist die formale Verifikation. Und in der formalen Verifikation probiere ich, vereinfacht gesagt, alle Möglichkeiten aus. Aber natürlich kann ich nicht alle Möglichkeiten ausprobieren. Wenn ich irgendwie einen Dividierer habe, der zwei 64-Bit-Zahlen miteinander dividiert, mit allen Möglichkeiten ausprobieren, werde ich alt. Aber wenn ich jetzt selber mit der Hand, mit mathematischen Mitteln beweisen wollte, dass der Dividierer funktioniert, dann werde ich wahrscheinlich viele Shortcuts finden, wo ich irgendwie sagen kann, durch dieses Argument kann ich sagen, für die Gruppe von Inputs wird dieser Fehler, den ich suche, nicht auftreten, was auch immer. Und hurra, es gibt Programme, die können das. Es gibt Programme, die können sich solche formalen Beschreibungen von solchen Systemen anschauen und können Beweise in denen führen und können das in einer Art und Weise machen, sodass zwar niemand garantieren kann, dass es nicht exponentiell lange dauert, aber in der Regel dauert es nicht exponentiell lange. Außer man macht irgendwelche Dinge, die genau darauf abziehen, quasi diese Programme an die Grenzen zu treiben. Also klassische Sachen wären zum Beispiel Kryptographie-Cores, nicht? Also so ein Programm könnte theoretisch auch jeden Hash brechen. Aber er braucht dann halt so lang, dass ich es genauso gut Brute Force probieren kann. Aber für ganz normale Schaltungen funktioniert das sehr gut, dass man hier formal verifiziert. Gut, also welche Tools habe ich jetzt, um all das zu tun? Und natürlich viel wichtiger, welche Open Source Tools habe ich dafür? Und da habe ich mal diese vier aufgezählt, weil ich glaube, dass das irgendwie die wichtigsten sind, die man in seinem Baukasten quasi hat. Das wäre einerseits mal Icarus Verilog. Icarus Verilog ist ein Simulator. Und zwar ist es ein Simulator, der auf einem Interpreter aufbaut. Also da gibt es einen Übersetzungsschritt, aber der Übersetzungsschritt erzeugt dann eine Beschreibungsdatei, die von dem Interpreter geladen wird. Und das heißt, dass mein Design, meine Testbench sehr schnell übersetzt, weil ich muss nicht wirklich kompilieren, ich muss nur diese Datenstruktur für den Interpreter aufbauen, aber eher langsam ausführt. Am anderen Ende vom Spektrum gibt es Verilator, das ist auch ein Simulator. Das ist aber ein Simulator, der das Design nimmt und nach C++-Code übersetzt und dann durch einen C++-Compiler durchwirft. Und das braucht einige Zeit zum Übersetzen, weil ich da auf einmal einen C++-Compiler dazwischen habe. Aber es ist viel schneller beim Ausführen. Ein Nachteil von Verilator noch, oder je nachdem, wo man steht, kann das vielleicht auch ein Vorteil sein. Die Testbenches, die kann man nicht in Verilog schreiben, die müssen in C++ geschrieben werden. Und Verilator versteht nur das synthesefähige Subset von Verilog. Das heißt, je nachdem, welche Art von Design ich habe und welche Art von Simulation ich laufen lassen möchte, ist das eine oder andere Programm besser. Wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Core habe und ich will irgendwie nur 1000 Taktzyklen simulieren, weil das reicht mir irgendwie schon, um die Information zu gewinnen, die ich brauche, dann wird das wahrscheinlich mit Icarus Verilog viel einfacher und unproblematischer gehen. Aber wenn ich jetzt ein komplettes System und einen Chip habe und ich will schauen, ob der Linux-Kernel erfolgreich bootet, dann werde ich alt werden mit Icarus Verilog und es macht Sinn, das mit Verilator zu machen. Das Nette an Verilator ist, man wird nicht mehr wirklich schneller, wenn man auf kommerzielle Tools umsteigt. Also damit wirbt quasi auch Verilator auf der Homepage, zählen so irgendwie die bekanntesten, schnellen, kommerziellen Simulationstools auf. Die können dann auch andere Sachen, die können dann auch VHDL und nicht nur Verilog und vielleicht andere Features, aber von der Geschwindigkeit her ist Verilator besser. Also das ist ganz nett, dass man hier das Spektrum quasi bis zum Ende gehen kann und bei Open Source bleibt. So, wenn ich jetzt diese Simulationen gemacht habe und die sind gelaufen, entweder habe ich in meiner Testbench einfach Print-Statements drinnen und dann lese ich den Text und er sagt irgendwie alles okay. Aber wenn meine Testbench zum Beispiel nicht sagt alles okay, dann kann ich entweder anfangen, mehr Print-Statements in meine Testbench einzubauen oder ich will einfach die Wellenformen sehen, nicht? Zu welchem Taktzyklus, also welche Leitung high, welche Leitung low und dann brauche ich einen Viewer dafür und dieser Viewer ist GTK-Wave. Also ich möchte jetzt GTK Wave gar nicht in den Himmel loben, weil es ist kein super tolles Programm, aber es tut, was man braucht und es ist wahrscheinlich das
möglicherweise eins der besten, die es im Augenblick gibt im Open-Source-Umfeld. Aber wenn jemand sagt, er will irgendwie ein Jahr seines Lebens investieren, um so etwas zu schreiben, dann glaube ich, könnte man was machen, was viel, viel besser wäre als GTK-BLIF. Also, falls jemand Motivation braucht für ein Projekt. Und last but not least natürlich yosys, mein Tool. Und dort können wir Synthese machen und formale Verifikation. Und das Tool ist sehr, sehr modular, wie wir später noch sehen werden. Also wenn man jetzt irgendwie was anderes machen möchte und das ist nicht Synthesis und nicht formale Verifikation, sondern irgendein drittes Ding, dann wird man das wahrscheinlich auch ganz gut machen können mit yosys, solange man nur das synthesefähige Subset von Verilog braucht. Und das ist irgendwie die Einschränkung. Gut. Also wie verwende ich yosys? Wenn yosys so toll ist, wenn yosys so modular ist, wie schaut das aus? Yosys wird von Scripts gesteuert. Das sind einfach Befehle drin für yosys, die der Reihe nach ausgeführt werden. Diese Skripts sind relativ fad, weil es keine Kontrollstrukturen gibt. Ich kann keine Schleifen bauen, keine If-Statements, sondern nur ein Kochrezept quasi. Welche Dinge sollen hintereinander ausgeführt werden? Und da haben wir ein kleines Example-Skript. Wir lesen das Design. Also es gibt viele Befehle, die mit read underscore beginnen. Das sind alles Frontends. Und hier haben wir offenbar drei Verilog-Dateien, die irgendwie mein Design sind. Und dann rufen wir den magischen Befehl synth auf, der synthetisiert dieses Design. Dem sagen wir noch ein Top-Modul. Und dann haben wir in dem Fall, weil das ein ASIC-Prozess ist, offenbar noch zwei weitere Befehle, die das auf ein Liberty-File mappen, dieses Design, was wir dann dort haben. Also Liberty ist einfach ein Dateiformat, in dem ASIC-Cell-Libraries beschrieben werden. DFF-Flipmap mappt die Flipflops und ABC mappt die Logik. Das heißt, in dem Fall können wir im Logik-Mapping nicht mehr retimen. Es gibt ein bisschen kompliziertere Skripts, da kann man dann auch Retiming machen und Register-Balancing. Und ganz am Schluss ist write-edif, weil wir wollen ein edif-File schreiben. Edif ist ein furchtbares Dateiformat, aber es ist sehr beliebt in der Industrie. Sehr viele Tools gibt es, die edif lesen können. Soweit schaut das nicht viel anders aus als die Skripts, die man sieht, wenn man ein kommerzielles Synthese-Tool verwendet. Die schauen sehr ähnlich aus. Da hat man auch so read-verilog-Dateien und dann irgendein synth-design oder was auch immer. Und dann schreibt man am Schluss die Resultate. Der große Unterschied hier ist, was dieser Synth-Befehl in dem Fall macht, dieser magische Befehl, der das Design synthetisiert. Also wenn man help synth eingibt, dann kriegt man natürlich eine Help-Message, was dieser Synth-Befehl macht. Und unter anderem kriegt man diese Information her. Und das ist die Liste von anderen Befehlen, die der Synth-Befehl ausführt. Also wir könnten quasi das Skript von vorher nehmen und diesen Synth-Befehl einfach ersetzen durch diese lange Liste von Befehlen. Und jeder von diesen Befehlen macht irgendwas halbwegs Überschaubares. Manche dieser Befehle machen ein bisschen weniger überschaubare Dinge, wie zum Beispiel PROC macht ein weniger überschaubares Ding. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen. Aber das ist nicht so tragisch, weil PROC ist selber nur wieder eine Liste von anderen Befehlen. Das heißt, und wenn man help PROC eingibt, dann sieht man, welche Liste von Befehlen das ist. Das heißt, die Grundidee ist hier, ich habe relativ einfache Passes, die einfache Transformationen auf meinem Design ausführen. Und wenn ich die in der richtigen Reihenfolge hintereinander ausführe, dann komme ich von meinem Verilog-Design zu was auch immer mein Ziel ist. Und weil die Überlegung ist, dass diese Passes immer relativ überschaubare Funktionsblöcke sind, kann ich einfach diese Help-Messages angehen und kann relativ gut nachvollziehen, wie dieser Synth-Befehl diese magische Aufgabe löst, dass er da ein Design synthetisiert. Und natürlich, wenn ich jetzt meinen eigenen Synth-Befehl schreiben möchte, der irgendwas anders macht, dann kann ich mich relativ leicht an dem orientieren. Gut. Also, das ist die Einführung. Jetzt wissen wir irgendwie alle so ein bisschen was über Hardware-Design, über modernes digitales Design in HDLs, haben eine Grundidee, wie yosys so funktioniert. Das heißt, wir kommen zu dem zweiten Block und der zweite Block ist eben, wir schauen uns mehrere Syntheseflows an. Was kann man so machen auf der Syntheseseite mit yosys? So, also wir haben einen Talk am 32C3 oder auf der FOSDEM gesehen hat, der kennt zum Beispiel dieses Slide, das war das
zweite Slide. Da gab es diese Intro nicht, diese Einführung. Ja, das ist der IceStorm Flow. Project IceStorm ist irgendwie ein Projekt, das wir letztes Jahr gemacht haben, dass wir den Lattice Ice40 FPGA hergenommen haben oder eigentlich die FPGA-Serie und das Bitstream-Format von denen reverse-engineert haben, weil das mit dem Warten auf die FPGA-Hersteller, dass die das dokumentieren und dass wir dann unsere Open-Source-Tools machen können, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Also halt so rum. Im Augenblick haben wir von den ICE40 LP und HX Serien 1K, 4K und 8K, die sind vollständig dokumentiert. Da glauben wir zu jedem Bit, das eine Funktion hat, zu wissen, welche Funktion es hat. Wobei der 4K war easy. Es gibt nämlich kein 4K DAI, das ist ein 8K DAI. Die Limitierung ist in der Software. Also nicht in unserer Software, nur in der Software von Lattice. Und natürlich, wenn ich jetzt diese Dokumentation habe zu einem FPGA, dann ist das irgendwie sinnvoll, als nächsten Schritt einen FPGA-Flow zu machen, der komplett Open Source ist. Und das ist eben dieser IceStorm-Flow. Und das ist das Bild, wie der IceStorm-Flow ausschaut. Wir haben Verilog-Sourced, wir haben ein Synthese-Skript. Das geht in yosys rein. Yosys macht die eigentliche Synthese, erzeugt ein BLIF-File. Arachne-pnr ist das Place-and-Route-Tool, das liest das BLIF-File, zusätzliche Constraints-File, kann auch ein Skript haben, aber meistens verwendet man das Skript nicht. Und das erzeugt dann so ein IceStorm-txt-File. Und das geht dann durch den Programm namens IcePack durch und das erzeugt dann die binär Bitstream-Datei, die man in ein FPGA einspielen muss. Das ist der Flow. Gut, die Yosys-Seite davon schaut relativ einfach aus. Wir machen ein Skript, wir schreiben read Verilog, wo wir unsere ganzen Design-Sourcen lesen und dann gibt es den einen magischen Befehl, synth underscore ice40 und dem sage ich, was ist das Top-Design und welches BLIF-File soll er schreiben. Und natürlich, ich kann schreiben help synth ice40 und dann sehe ich die ganze Liste von Befehlen, die da verwendet werden. Das ist alles sehr transparent, was da passiert. Die Zell-Library, die wir da verwenden, für diese BLIF-Datei, die wir schreiben, ist kompatibel mit der Ice40 Technology Library von Lattice. Also man kann auch die gleichen Primitives instanzieren. Es ist vergleichsweise einfach, Designs zu migrieren von den Lattice-Tools auf den IceStorm-Flow. Ja, und hier unten, so schaut eben so ein BLIF-File aus. Wer das BLIF-Dateiformat nicht kennt, das ist halt so ein ASCII File-Format, zeilenbasiert, in dem man Netzlisten und Logikfunktionen beschreiben kann. Leider hat das ein paar Freiheitsgrade nicht, die wir gern hätten. Zum Beispiel für die LUTs möchte man halt irgendwie sagen wir, auf was soll die LUT initialisiert sein? Was soll die Lookup-Table sein, die LUT implementiert? Da braucht man eine Art Parameter. Sowas gibt's im BLIF nicht. Also haben wir da ein Punkt-Param-Statement erfunden. Für LUTs könnte man auch irgendwie machen, dass man das in den Namen hineinkodiert und dann hat man da eine SB_LUT4_0000111, was halt da steht. Aber wenn man da mal eine PLL-Zeile hat, die irgendwie, weiß ich nicht, sicherlich ihre 10 Parameter mindestens hat, dann wird das irgendwie mühsam, das in den Namen zu kodieren. Ich glaube, das ist besser. Gut, und der ganze Flow, gesagt, Yosys ist nur der erste Schritt, schaut dann eben so aus, das ist ein Shell-Skript, das eben jetzt Yosys verwendet für die Synthese im ersten Abschnitt, dann Arachne-pnr aufruft, das liest jetzt so eine BLIF-Datei, das liest ein Physical Constraint-File, in dem drinnen steht, welcher IO-Name auf welchem Pin am Chip passt und so. Und der schreibt eben sein ASCII-File und dann kommt IcePack, der konvertiert das ASCII-File nach Binary und dann kommt IceProc, das programmiert das FPGA-Board. Ja, also das ist der IceStorm-Flow. Wir haben relativ viel Aufmerksamkeit bekommen mit dem IceStorm-Flow, waren einige Male auf Hackaday im letzten Jahr. Das heißt, ich habe relativ viele Online-Diskussionen beobachten können um diesen Flow. Meistens habe ich mich selber zurückgehalten, sondern einfach nur gelesen. Was dann immer zuerst kommt, ist, aber ja, das sind ja nur diese kleinen FPGAs, da kann man keine wirklich interessanten Probleme lösen und so. Also haben wir zum Kongress
einen etwas umfangreicheren System-on-a-Chip-Design mit einem 32-Bit RISC-V-Prozessor drinnen. Dann kann man mit dem GCC auf der Workstation Code übersetzen und dann auf System-on-a-Chip laufen lassen. Und damit haben wir hoffentlich demonstriert, dass sowohl unser Flow durchaus in der Lage ist, auch echte Dinge zu machen, Real-World-Anwendungen zu implementieren und auch, dass diese Chips, wenn man weiß, was man tut, groß genug sind, um da interessante Dinge zu machen. Also dieses komplette System on a Chip hat nur ungefähr 4.000 der 8.000 LUTs auf dem FPGA verwendet. Also da ist noch genügend Ressourcen frei, um einen zweiten System on a Chip daneben auf dem gleichen Chip zu tun, was weiß ich. So, wenn man da jetzt schon so eine angeblich Real-World-Anwendung hat und so ein Flow und es gibt einen kommerziellen Flow, der das gleiche Architektur targetet, dann muss man natürlich einen Vergleich machen. Also wir vergleichen hier zwei kommerzielle Flows für die ICE40 FPGAs, immer mit dem SBT-Backend von Lattice, aber einmal mit Simplify Pro als Synthese-Frontend und einmal mit Lattice LSE, der Lattice Synthesis Engine. Wirklich interessant ist eigentlich nur die erste Zeile, die Packed Logic Cells. Man kann dann drunter schauen, wie viel LUTs und wie viel Flipflops, aber wenn ich irgendwie weniger LUTs und weniger Flipflops brauche als das andere Tool, aber ich kann sie nicht in einer Art und Weise in Logic Cells packen, dass ich am Schluss weniger Logic Cells brauche, dann hat das Tool gewonnen, das mehr LUTs braucht. Und das sehen wir eigentlich hier in den beiden rechten Spalten im Vergleich zwischen Simplify Pro und dem Lattice LSE schon gut. Simplify Pro braucht weniger LUTs. Aber das Lattice LSE braucht weniger Packed Logic Cells. Das heißt, am Chip ist das Lattice LSE eigentlich besser. Das schlechteste von den drei Tools sind wir. Aber wir sehen, es ist irgendwie nicht die Welt. Ich brauche nicht doppelt so viele Ressourcen wie die kommerziellen Tools. Und ich sage immer, für die meisten Anwendungen wird das wahrscheinlich ganz gut sein, weil gerade bei so einem FPGA wie dem ICE40 wird man vielleicht schnell mal den größten Chip nehmen und dann halt ein bisschen Ressourcen übrig haben. Und ich sage immer, wenn man wirklich ein Design hat, wo man den 8K bis zum letzten LUT auslasten möchte und yosys ist nicht gut genug, dann ist man hochmotiviert, yosys zu verbessern. Das ist ein Open-Source-Tool. Was ich sehr spannend finde, sind die letzten beiden Zeilen hier, die Synthesezeit und die Implementation-Time. Die Synthesezeit, sehen wir, ist jetzt yosys nicht irgendwie furchtbar schlecht. Ist auch nicht das Beste, aber es ist auch nicht furchtbar schlecht. Aber Implementation Time, also das Arachne-pnr, braucht 81 Sekunden, wofür das Lattice SPT Backend über 400 Sekunden braucht. Und das ist jetzt auf einem etwas schlechteren, aber nicht abartig langsamen PC. Wir verwenden unter anderem diese Toolchain auf dem Raspberry Pi. Und am Raspberry Pi macht das dann schon einen Unterschied, ob das in dem Fall dann eben 3 Minuten braucht oder eine Viertelstunde. Also nicht, dass wir es am Raspberry Pi vergleichen könnten, weil natürlich das ist ARM und da kann ich die Lattice Tools nicht sowieso nicht verwenden. Aber selbst wenn ich es verwenden könnte, hätte ich wahrscheinlich ein Geduldproblem bei den Anwendern bei der Implementation Time. So, das ist was ich beim Kongress noch nicht hatte, nämlich Timing Analysis. Und inzwischen haben wir Timing Analysis. Danke. Das war auch auf dem Weg bis jetzt. Bei jeder Station, wenn ich dann mit den Firmen gesprochen habe oder mit den Profis aus der ASIC-Szene, sie haben, egal wo ich war, sie haben gesagt, ja gut, aber das wirklich Schwere ist das da und das hast du noch nicht. Und im letzten halben Jahr war quasi, ja, das ist ja schön, jetzt hast du Synthese und so, aber das ist keine Timing-Analyse und das wirst du nie hinkriegen. Und jetzt haben wir Timing-Analysis. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das nächste Vorwand sein wird, der dann kommt mit, aber das fehlt dir noch. Aber es gibt sicherlich Leute, die was finden werden und sagen, aber das kannst du noch nicht. Du bist noch 3 LUT schlecht, das ist ein kommerzielles Tool. Keine Option, dass ich dich je verwenden werde. Gut. Diese Tabelle habe ich gemacht, glaube ich, 2 Tage, nachdem ich zum ersten Mal eine funktionierende Timing-Analyse gehabt habe. Ich werde jetzt ein bisschen darüber reden, aber ich möchte quasi
vorwegschicken. Wir haben eine funktionierende Timing-Analyse. Auf der FOSDEM habe ich erklärt, was diese Tabellendinger heißen. Dann habe ich hinterher gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, aber das kann ich auch nicht verwenden. Er hat eine halbe Stunde darüber geredet, dass die Timing-Analyse noch nicht funktioniert. Und ich habe gedacht, ich habe eine halbe Stunde darüber geredet, zu beschreiben, wie gut die Timing-Analyse ist und wie überzeugend diese Resultate sind. Also bitte so rezipieren. Ich versuche, die Emotionen zu tragen. In der rechten Spalte sehen wir, also wir haben drei Designs, und in der rechten Spalte sehen wir das Design übersetzt mit den Lattice-Tools. Und dann gehe ich her und frage das Lattice-Timing-Tool, wie schnell ist das Design? Das ist die erste Zeile in diesen Dreierblöcken immer. Also beim ersten Design diese 41,74 MHz. Das ist das, was das Lattice-Tool mir gesagt hat, wie schnell das Design ist. Und jetzt habe ich mein Tool gefragt und gefragt, wie schnell ist das Design? Aber jetzt kommt der Haken. Man kann mein Tool auf zwei verschiedene Arten fragen. Man kann sagen, gib mir ein Best Estimate, was du glaubst, was die Lattice-Tools sagen werden, oder gib mir eine sichere untere Schranke. Weil Reverse-Engineering von Timing ist so ein bisschen eine Sache. Und in dem Fall ist der Best Estimate statt 41,74 41,75 MHz. Also ich glaube, bei allen Schwankungen, die wir haben mit was genau ist die Temperatur, die ich da jetzt habe und wo bin ich in den Schwankungen vom Fertigungsprozess, sind wir mit diesem 0,1 MHz, also das ist ein gutes Ergebnis. Aber wenn man sagt, ich weiß nicht, es hat gesagt, es kann 0,1 MHz schneller sein, als es eigentlich sein darf, dann kann man das Konservative, die konservative Variante wählen und die sagt dann, es ist 41,40 MHz. Das ist dann die konservative Schätzung. Also das ist quasi die Schwankungsbreite, in der wir uns bewegen bei diesem Timing-Analyse-Tool. Und ich glaube, das ist ganz überzeugend, dass das ein bisschen Sicherheit gibt. Ja, das liefert wirklich die Zahlenwerte, die man sich erwartet und nicht irgendwelche Fantasiezahlen. In der zweiten Spalte von rechts habe ich jetzt das gleiche Design mit Yosys übersetzt. Und natürlich komme ich dann auf ein anderes Timing. Interessanterweise komme ich beim Pico RV32 auf ein besseres Timing. Was spannend ist, weil ich habe zwar Pico RV20 geschrieben, also meine CPU ist schneller auf meinem Synthesetool, aber ich habe die CPU nicht für Yosys geschrieben. Ich habe die CPU geschrieben für Xilinx Vivado. Das heißt, aber es dürfte quasi irgendwas sein in der Art und Weise, wie ich über HDL-Code nachdenke und wie ich glaube, dass Optimierungen, das dürfte irgendwie zusammenpassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur ein zufälliger Ausreißer, aber ich finde es sehr unterhaltsam, dass das Design ist, das schneller ist. Und natürlich kann ich jetzt nicht das Lattice-Tool fragen, wie schnell es ist. Also die SB-Time-Zeile ist quasi hier keine Angabe, aber darunter sehen wir dann die Ergebnisse für die Syntheseergebnisse von meinem Tool. Und wir sehen, in manchen Fällen ist es schneller, in anderen Fällen ist es langsamer. Ich will das gar nicht so strikt vergleichen, weil das Lattice-Design, also das übersetzt mit dem Lattice-Tools, ist constrained auf 100 MHz, also es ist over-constrained. Möglicherweise, wenn ich das Design auf 55 MHz constrainen würde, vielleicht wird dann das Lattice-Tool das wieder besser machen. Es ging mir hier weniger um einen Vergleich zwischen der Yosys-Synthese und der Lattice-Synthese, als primär um die rechte Spalte zu zeigen, wir haben ein Timing-Analyse-Tool, das absolut vergleichbare Ergebnisse liefert wie das Tool vom Hersteller. Und damit, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo man sagen kann, das ist ein produktiv einsetzbarer Flow. Das war mir wichtig. Ich habe übrigens immer gesagt, so wie ich Timing-Analyse habe, werde ich Lattice kontaktieren, weil dann habe ich einen Flow, den man produktiv einsetzen kann. Ich habe das dann auch gemacht, nachdem ich die Timing-Analyse veröffentlicht habe. Das war kurz vor der FOSDEM. Ich habe noch nichts gehört von Lattice. Also vielleicht schreibe ich mal eine freundliche Mail. Vielleicht haben sie meine Mail vom so und so vielten nicht gesehen. Ja. Gut. Aber das ist ja nicht alles. Also wir können auch für andere Architekturen übersetzen. Und eine dieser Architekturen sind Xilinx 7 Series FPGAs. Damit arbeite ich in meinem Brotberuf relativ viel. Das heißt, ich habe eine gewisse Nähe zu diesen Chips. Und wir können Synthese machen. Also wir können das HDL-Design nehmen und eine Netzliste übersetzen. Aber das Place and Route, das können wir im Augenblick nicht machen. Es gibt
Es gibt einige Bemühungen, Pleasant Route für Xilinx zu machen mit Open Source Tools. Zum Teil setzten die aber auf XDL auf, Xilinx Design Language, ist so ein Low-Level, eine Low-Level-Sprache, wo bei älteren Xilinx FPGAs es Xilinx Tools gibt, um das noch in einen Bitstream-File umzuwandeln. Und dann tut man eben nicht das Bitstream-File erzeugen, sondern das, was fast genau gleich ist, wie wenn ich schon einen Bitstream-File erzeugen könnte. Ja, was weiß ich. Aber in dem Fall, was ich hier präsentiere, machen wir das nicht. Wir verwenden keine von diesen Projekten, sondern wir nehmen einfach Xilinx Vivado für Pleasant Route. Und in dem Fall würde ich dann in dem Synthesis-Skript für Vivado entsprechend sagen readedif für die edif-Netzliste, die ich aus Yosys heraus erzeuge. Und normalerweise wird man in Vivado mit synth_design die Synthese anstoßen, wenn das schon alles synthetisierte Netzlisten ist und man will nur noch, dass man dann die place-and-route-Dinge verwendet, dann sagt man link-design. Ist nicht besonders gut dokumentiert. Also aber nachdem ja auch Xilinx andere kommerzielle Tools unterstützt als Synthese-Tools, muss es da einen Weg geben. Wenn man dann ein bisschen gräbt, findet man diesen Weg und dann kann man einfach schauen, okay, wie ersetze ich das, was immer, weiß ich nicht, Simplify Pro etc. macht, durch Yosys in dem Fall. Gut, es gibt natürlich wieder Help Synth Xilinx und auch das kann wieder interessant sein, sich anzuschauen und zu vergleichen, was wird da eigentlich gemacht in einem oder anderen Flow. Das Interessante finde ich, wenn man dieses Synth Xilinx und dieses Synth Ice40 nebeneinander hinstellt und auch die Files anschaut, die quasi mit ausgeliefert werden mit dem Yosys, die verwendet werden im Synth Ice40 oder Synth Xilinx, irgendwelche Beschreibungen von den Blockram-Ressourcen, die verfügbar sind in den entsprechenden Baustellen und so. Das schaut alles sehr ähnlich aus. Also wenn jetzt quasi jemand das retargeten möchte auf einen anderen FPGA, dass man an einem Punkt ist, an dem man mal was hat, was funktioniert, vielleicht nicht super performant ist, nicht die exotischen Device-Primitives der Zielarchitektur sinnvoll verwendet, aber nur was funktioniert, da kommt man eigentlich ziemlich schnell hin. So, ein bisschen was Exotischeres. Silego Green Pack 4, kennt jemand diese Bausteine? Es gibt inzwischen noch einen Green Pack 5. Wir konzentrieren uns aber jetzt mal auf Green Pack 4, weil Green Pack 4 nämlich 25 Lutz hat. 25 Lutz, ganze 25 Lutz. Und der Green Pack 5 hat weniger, weil der Green Pack 5 so eine asynchrone State Machine hat, die konfigurierbar ist. Und viel über das, was man über Lutz löst, im einen Fall macht man über diese asynchrone State Machine bei den Green Pack 5s. Also wir werden die Green Pack 5s auch unterstützen, aber die Green Pack 4s sind im Augenblick so das Ziel. Synthese gibt's schon, da gibt's ein synth_greenpack4-Kommando. Und bei diesen Beispielen gehen wir irgendwie durch alle Backends durch, weil in dem Fall ist es ein JSON-File, das verwendet wird zwischen als Austauschformat zwischen Yosys und dem Pleasant Route-Tool. Und dieses JSON-Format ist eigentlich das empfohlene Format. Also wenn irgendjemand was machen möchte mit Yosys als Frontend und von vornherein weiß, das ist das Ziel, ich will nicht irgendwie Interoperabilität und vielen anderen Dingen, sondern ich will irgendwie schnell die interne Darstellung von Yosys in mein Tool bekommen, ist die empfohlene Schnittstelle dieses JSON-Format. Gibt's übrigens auch hardcaml-yosys. Kennt jemand hardcaml? Das ist Hardware-Entwicklung in OCaml. Also so wie es irgendwie, weiß ich nicht, es gibt MyHDL für Python, das gibt Chisel, das ein Scala embedded ist, und es gibt Clash für Haskell. Und es gibt eben HardCaml. Und da gibt es einen Pfad, wo ich Verilog nehmen kann und über dieses HardCaml-Yosys dann im HardCaml verwenden kann. Gut, das war jetzt ein bisschen ein Exkurs, ich mache die Folie in der falschen Reihenfolge. Also der Andrew Sohnberg, der schreibt ein Tool namens OpenFPGA und das soll quasi Pleasant Route machen für die Green Pack 4s, aber auch andere programmierbare Logikbausteine. Also da geht es dann mehr so Richtung CPLDs und so. Und der Green Pack 4 ist sicherlich ein erster interessanter Baustein, um das zu machen. Unter anderem darum, weil dieser Baustein vollständig vom Hersteller dokumentiert ist. Also im Datasheet steht drinnen, welches Bit was macht. Ja,
Das ist sehr cool. Wir haben und wir haben eine Videokonferenz gehabt vor einiger Zeit mit den Leuten von Xilinx und die waren Feuer und Flamme dafür, dass es da ein Open Source Flow geben soll. Unter anderem vielleicht darum, weil von dem Hersteller gibt es noch ein Tool, wo man Schaltungen zusammenklicken kann. Das heißt, da gibt es vielleicht auch einen gewissen Leidensdruck, dass man da was mit HDLs machen kann. Ich weiß nicht, ich habe immer vermutet bei Greenpack war vielleicht ist es auch ein bisschen so psychologisch, dass man das dann zusammenklicken kann, weil so wie man dann quasi fertig ist mit Evaluieren, ob man wirklich diesen Chip verwenden möchte, hat man so viel Zeit hineingesteckt, irgendwie LUTs händisch miteinander zu verbinden und sich auszurechnen, welche LUT Bitmasken man jetzt irgendwie verwenden soll, dass man irgendwie schon so einen großen Buy-in hat, dass man sagt, okay, wir verwenden es. Vielleicht mal schauen. Okay. Ich habe dann noch zwei andere Beispiele jetzt hier drinnen in meinen Folien zu bisschen obskureren Anwendungen, was man aber noch immer unter dem Überbegriff Synthese laufen lassen kann. Zunächst einmal einfach Verilog to BLIF. Also BLIF haben wir vorher schon gehabt, das Netzlistenformat, wo ich wirklich Zellen von einer Zielarchitektur habe. Aber das ist eigentlich nur so ein Nebenbei-Ding bei BLIF, dass das BLIF-Dateiformat das auch kann. Sondern das BLIF-Dateiformat ist eigentlich dazu da, wirklich Logik direkt abzubilden. Also ich habe dort quasi ein eigenes Statement mit dem bezeichneten Namen .names. .names macht eine LUT, warum auch immer. Also ich weiß nicht, was der Gedanke dabei war, das Statement so zu nennen. Und ganz, ganz viele ältere Tools, ältere Open-Source-Tools, die sich mit Logik-Synthese beschäftigen, verwenden BLIF als Input-Format. Und auch sehr viele Academic-Tools. Das heißt, da gibt es viele, viele Tools, die können ganz großartige Dinge, aber nur, wenn man einen BLIF-File gibt. Und niemand hat ein BLIF-File zu irgendwas, was eine interessante Schaltung ist. Also es gibt irgendwie so Test-Benches mit irgendwie kombinatorischer Logik in BLIF-Files und so. Aber ja, und mit Yosys kann ich aber hergehen und Yosys als universelles Frontend quasi verwenden für alles, was BLIF schluckt. Und kann quasi all diesen Tools ein Verilog-Frontend geben. Im einfachsten Fall ist das Umwandeln von Verilog nach BLIF so einfach wie dieses Beispiel hier. Nicht immer. Das Problem sind Dinge wie Memories. BLIF kann nämlich keine Memories. Das heißt, in dem Fall wäre es nicht einmal ein Problem. In dem Fall nehme ich einfach das Memory, mache daraus Logik und Flipflops. Und dann kann natürlich jedes Tool damit umgehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen formalen Beweis führen möchte, zum Beispiel, und ich habe halt zufällig irgendwie 74 Kilobyte Memory in meinem Design, in dem Augenblick, wo ich das umwandle in Logik und Flipflops, habe ich was die meisten Tools, die formale Beweise verstehen, nicht wirklich haben wollen. Und dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ich würde da die Schuld quasi von mir weisen und sagen, das Problem ist das BLIF-Dateiformat. Was soll ich machen, wenn es keine Memories gibt? Gut, in solchen Fällen kann man aber auch eine andere Strategie wählen, nämlich einfach Verilog in einfaches Verilog umwandeln. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Tools, die sagen, sie können Verilog und dann liest man irgendwie und irgendwie steht eingedruckt und irgendwie die drei Statements. Nichts anderes. Bei was anderem kriegst du einen Sec-Fault, nicht mal eine Fehlermeldung. Und bei solchen Fällen kann es natürlich ganz spannend sein. Irgendwie, Yosys hat ein Verilog-Frontend, Yosys hat ein Verilog-Backend und das Verilog-Backend bei Yosys kann ich nicht nur verwenden, um Verilog-Netzlisten zu erzeugen, weil ich halt nur noch Zellen instanziere, sondern ich kann auch noch Memories als Verilog-Arrays wieder ausgeben und solche Dinge. Und solange quasi in dem kleinen Subset von Verilog, was dieses Tool, das ich eigentlich verwenden möchte, wenn das Memories kann, dann brauche ich Memories nicht auf Logik mappen bei mir im Yosys-Skript. Gut, wenn man das macht, braucht man meistens diese Option minus no attr, die hier verwendet wird. In Verilog, wer ein bisschen mehr Verilog macht, kennt das, gibt es diese Syntax für Attributes, Klammer auf Stern, bis Stern, Klammer zu, mit dem man Attribute auf alles geben kann, auf Wires, auf Zellen, auf Blöcke. Und damit sagt man dann den Tools irgendwie, wo es den Block platzieren soll auf dem Chip oder dass diese State Machine Hot Encoding verwenden soll, diese Dinge. Und viele, viele, viele von diesen Tools, die ein bisschen Verilog verstehen, die sind völlig überfordert mit dieser Attributsyntax. Also mit NoAttr
gibt da keine Attribute mit aus. Und ansonsten wirft Write Verilog auf alles ein Attribut drauf, das nämlich sagt, mit welcher Zeile im ursprünglichen Verilog korreliert das, was ich jetzt rausschreibe. Also sehr, sehr nützlich, außer das Tool, mit dem ich es lesen möchte, versteht es nicht. Gut. Was auch hier interessant ist, ist Prep. Habe ich vorher Prep? Nein, vorher habe ich Synth verwendet. Prep ist so ähnlich wie Synth, aber macht keine Fine-Grain-Synthese und macht nur einige konservative Transformationen. Das heißt, wenn ich im ursprünglichen Verilog-Code irgendwie Plus geschrieben habe für eine Addition, der Verilog-Code, der da rauskommt, hat immer noch ein Plus für eine Addition von zwei großen Bitvektoren und nicht irgendwie nur noch Gate-Level-Logic. Und wenn ich das machen möchte, wenn ich auf dieser Coarse-Grain-Ebene arbeiten möchte, verwende ich eben Prep. So, und dann natürlich am Schluss haben wir noch die ASIC-Synthesis und Custom-Synthese-Flows. Das werfe ich immer in einen Topf, weil die meisten ASIC-Flows sind irgendwie Custom. Also meistens will man, hat man halt genau diese Library von, also diese Zell-Library von diesem Hersteller und dann hat man irgendwie diese Art von Memory-Primitives, dann muss man sich vielleicht einen kleinen Memory-Mapper dazu machen und so. Also ASIC-Scripts werden sehr schnell Custom. Und was ich damit meine ist, dass man nicht nur Dinge hat vor Synth, die quasi spezifisch sind für mein Design, sondern auch Dinge nach Synth oder Dinge statt Synth. Also hier wäre ein typisches ASIC-Synthese-Skript, wo ich eben so einen generischen Teil habe oben, wo ich mal mein Design lese, was ich immer mache, und dann rufe ich mal Synth auf und dann habe ich mal eine Logik-Netzliste in der internen Darstellung von Yosys. Und jetzt will ich aber diese interne Darstellung in meine Zell-Library umwandeln, also auf meine Zell-Library mappen, und wir verwenden genau das, was wir in einem Slide früher schon gehabt haben, nämlich zuerst die FF-Flip-Map, um alle Flip-Flops umzuwandeln auf die Art von Flip-Flops, die es gibt in der Cell-Library. Und wenn es blöd kommt, kann das zum Beispiel zusätzliche Werte einbauen. Ich sage mal, ich habe irgendwie in meinem Design will ich ein asynchrones Reset machen, das high aktiv ist. Und in meiner Cell-Library gibt es nur ein low aktives asynchrones Reset. Und darum will ich irgendwie zuerst das Flip-Flop mappen, weil ich dadurch die Logik verhindere, weil ich ein zusätzliches Not-Gate einbaue. Aber es gibt Scherze, wie man quasi zuerst nur alle Flip-Flops ein bisschen behandeln kann, sodass dieses zusätzliche Not-Gate entsteht, und dann mappt man die Logik und verschiebt dabei noch einmal Flip-Flops, um das Timing zu optimieren. Und dann am Schluss werden die Flip-Flops wirklich gemappt. Auch solche Flows sind möglich. Gut. Ja, aber vielleicht will man gar nicht ASIC-Synthese machen. Vielleicht will man irgendwas ganz, ganz anderes machen. Dann wird man auch Synthese-Skripts machen, die irgendwie so ausschauen, die ein Synth oder Prep verwenden und danach irgendwie eine Custom-Abfolge von Kommandos, die das tun, was immer man möchte. Gut, also das war jetzt der Überblick über Synthese. Ich hoffe, ich habe ein bisschen das Bild vermittelt, dass man mit Yosys mehr machen kann als nur Synthese für ICE40 FPGAs. Obwohl Synthese für ICE40 FPGAs, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Also nicht nur technisch sowas zu haben, sondern auch irgendwie politisch sowas zu haben, wenn es zu zeigen, schau, das geht. Wollen wir vielleicht an der Stelle 5 Minuten Fragen einschieben, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die jetzt noch zu dem Synthesis-Block gehören würden? Ja? Ich wiederhole die Frage immer wegen der Kamera da. Die Frage war nach Timing Constraints. Im Augenblick gibt es gar keine Möglichkeit, wirklich Timing Constraints anzugeben. Also beim ICE40 Flow, du kriegst das Timing, was du kriegst. Es gibt nicht die Möglichkeit, das zu constrainen. In ASIC Flows kannst du Timing Constraints verwenden, die auch für die Synthese herangezogen werden. Aber nur für die Logik-Synthese. Also es ist nicht so, dass er sagt, wenn er die Coarse-Grain-Netzliste anschaut und sagt, bei dem Timing-Ziel verwende ich jetzt diese Art von Look-Ahead-Adder, damit sich das ausgeht. Sondern an der Stelle ist ihm das Timing noch wurscht, er verwendet immer die gleiche Art von Look-Ahead-Adder. Aber wenn er dann in der Logik-Synthese ist, verwendet er Timing-Constraints. Dort hauptsächlich für Gate-Resizing. Also wenn ich ASIC-Synthese mache, dann habe ich meistens nicht ein NAND-Gate
in meiner Cell-Library, sondern ich habe 10 NAND-Gates, die unterschiedlich groß sind. Und die großen NAND-Gates können mehr Strom am Ausgang erzeugen, haben aber größere Kapazitäten am Eingang. Und dann gibt es so ein bisschen ein Abwägen, wo verwende ich welche Gate-Größe, um mein Area-Requirement irgendwie hinzubekommen. Die Schaltung soll nicht unendlich groß sein, aber auch mein Timing-Requirement zu schaffen. Also in dem Fall können wir Timing-Constraints verwenden, aber nicht Multiclock im Augenblick. Also wenn du Multiclock verwenden möchtest, musst du quasi händisch dein Design in Clock-Domain runterbrechen und hoffentlich hast du quasi die Hierarchie so, dass es hierarchische Blöcke gibt, die nur in einer Clock sind, oder du musst alles auf die schnellste Clock constrainen. Also das sind die Möglichkeiten, die es im Augenblick gibt. Also es gibt ein paar Sachen, aber es ist nicht so, dass ich sage, wir haben alles. Gute Frage. Sonst Fragen? Ja? Schlecht, aber es gibt gute Vorsätze. Ah, danke. Ja, die Frage war nach System Verilog und System Verilog Unterstützung in Yosys. Die Antwort ist, es schaut schlecht aus im Augenblick. Also wir können einige wenige Dinge aus System Verilog. Ich kann die Sachen, die ganz, ganz trivial ist. Always_FF zum Beispiel wird unterstützt. Ist einfach, aber er checkt nicht, ob wirklich ein Flipflop rauskommt. Das ist einfach ein Always. Bit, glaube ich, wird zum Beispiel auch unterstützt. Das ist einfach nur ein Alias für REC in dem Fall. Der Plan ist, im kommenden Jahr ein bisschen mehr System-Verilog-Unterstützung einzubauen, insbesondere auf Hinblick auf System-Verilog-Assertions, weil halt formale Verifikationen für mich interessant ist und dort, also so wie ein Design mal formale Verifikation verwendet, verwendet es meistens auch ein paar andere System-Verilog-Features. Das heißt, die Idee ist jetzt mal ein bisschen zu schauen, was sind die Dinge, die wirklich häufig verwendet werden. Ich muss noch ein bisschen schauen, welche Open-Source-System-Verilog-Designs es gibt. Es schaut eher schlecht aus. Es gibt Pulp zum Beispiel, ist in System-Verilog geschrieben, aber die meisten Open-Source-HDL-Designs, Verilog-Designs sind Verilog und nicht System-Verilog. Aber die Idee ist quasi so ein bisschen einen Pool anzusteuern, anzulegen an Dingen, die wir gerne hätten. Und dann einfach zu sagen, okay, welche System-Verilog-Features fehlen uns da, und dann fangen wir quasi bei den Low-Hanging Fruits an und schauen, wie weit wir kommen in diesem Jahr. Also das ist auf der To-Do-Liste, aber noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Gut. Okay, dann haben wir ein bisschen Zeit gehabt, die Synthese setzen zu lassen. Und dann machen wir das weiter und wir können natürlich nachher noch ein bisschen mehr Fragen beantworten, natürlich auch noch zur Synthese. Also die Chance ist nicht vorbei. Gut, formale Verifikation. Also passend zu der Frage, fangen wir wirklich an mit System Verilog. Also in System Verilog gibt es Assert und Assume. Und die Assert und Assume Keywords werden von Yosys unterstützt. Also da können wir dann zum Beispiel sowas machen, wo wir sagen Assert Property und dann kommt ein Property, das muss immer true sein. Technisch gesehen, in diesen Klammern bei Property steht jetzt ein Property und keine Expression. Und ein Property kann alles Mögliche sein. Also da können auch temporale Properties vorkommen in der Sprache. Das ist gesagt, wenn im letzten Taktzyklus das den Wert gehabt hat, dann muss in diesem Taktzyklus was auch immer. Aber das unterstützen wir im Augenblick noch nicht. Also im Augenblick ist diese Property quasi einfach nur eine Verilog Expression, die einfach ausgewertet wird und immer wahr sein muss. Und in dem Fall wäre das sogar wahr, was wir hier fordern. Also wir sagen, wir assumen, dass A plus 1 gleich B ist. Damit schränken wir ein bisschen ein, welche Dinge wir akzeptieren an den Eingeben, an den Input in unserem formalen Beweis. In dem Fall stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich sinnvoll, sowas anzunehmen? Aber wie auch immer, nachdem der Ausgang Y das X-Oder ist von den Least Significant Bits von A und B, wenn das eine um 1 größer sein muss als das andere, dann muss Y immer wahr sein. Weil es muss immer das X-Oder sein zwischen einem 1er und einem 0er. Das heißt, in dem Fall stimmt das und wir können quasi dieses Yosys-Skript, das da unten in der Slide steht, ausführen und wir bekommen dann auch die Ausgabe, dass das immer wahr ist. So, und jetzt ist der Teil gekommen. Ups. So, ich werde versuchen,
immer nur entweder dorthin zu schauen oder zu reden. Ich hoffe, es gelingt mir. Schauen wir uns das an, also das Exempel 000, wenn ich das ausführe. Falsches Exempel. Ja. So, also wenn wir das ausführen, dann beweist er uns, dass diese Property wahr ist und sagt, cool Idee, es ist wahr. Gut. So. Gut. Also werde jetzt nicht jedes Exempel ausführen, aber bei manchen Examples möchte ich irgendwie herzeigen, das geht wirklich, was da steht. Nicht nur, es wäre nett, ein Programm zu haben, das diese magischen Dinge könnte. Gut. Wir haben vorher dieses Assume-Property und Assert-Property gehabt. Es gibt auch nur Assume und Assert ohne Property. Das kann ich in Verilog im Behavioral Code verwenden, also in einem Always-Block. Und da hätten wir jetzt hier irgendwie das gleiche Beispiel von vorher, nur mit einem zusätzlichen Enable-Signal. Und ich sage irgendwie if enable. Und nur wenn enable wahr ist, gilt sowohl die Assumption als auch die Assertion. Und da wir eben im Augenblick keine temporalen Properties und so haben, in der Regel, wenn man jetzt was Aufregenderes überprüfen möchte, würde man eine State Machine schreiben in einem Always-Block und einfach dort drinnen immer nur Assume und Assert verwenden und das Assume-Property und Assert-Property eher selten. Aber wenn ich das kann, dann ist es ur-easy, diese einfache Version von Assume und Assert-Property zu unterstützen, also warum nicht. Oder das würde auch QED liefern, das werde ich jetzt zum Beispiel nicht ausprobieren. Gut, also der Befehl, mit dem ich das jetzt gemacht habe, vorher war der SAT-Befehl in yosys. Ich bin der Meinung, die allermeisten Synthese-Tools könnten auf diese Art und Weise formale Beweise führen. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, was in diesen kommerziellen Synthese-Tools drinnen ist. Ich weiß nur, ich habe auch ohne formale Beweise sowieso schon einen SAT-Solver in yosys drinnen gehabt. Und wenn ich Dinge habe, wie zum Beispiel Memory-Ports, und Memory-Ports sind wirklich teuer. Das heißt, es macht Sinn, ein bisschen CPU-Zyklen zu investieren, um Sachen zu machen wie Resource-Sharing für Memory-Ports. Und wenn man da CPU-Zyklen investieren möchte, dann nimmt man einen SAT-Solver und schaut, kann es sein, dass diese Memory-Ports irgendwie alle gleichzeitig an sind. Und wenn nicht, dann kann ich Ports sharen. Und dieser SAT-Solver, der sozusagen sowieso drinnen ist in yosys, mit dem man sowieso kleine formale Beweise führt als Teil der größeren Synthese-Strategie, den habe ich eben exposed über ein eigenes Kommando, mit dem ich dann sagen kann, welches SAT-Problem soll er lösen. Und das Kochrezept quasi ist das auf diesem Slide. Ich lese mein Design mit read Verilog, aber ich verwende den Parameter minus formal. Und minus formal aktiviert einige System-Verilog-Features, aber nicht alles, was wir aus System-Verilog unterstützen, eben im Wesentlichen alles, was irgendwie zu System-Verilog-Assertions gehört. Und außerdem definiert gleich so der, weil es praktisch ist, definiert minus formal das define formal. So, ich kann in meinem Verilog-Code einfach so schreiben if def formal und habe dann diesen Code nur aktiv, wenn ich gerade formale Beweise führe, und das Synthese-Tool, das ich ansonsten vielleicht verwende, keine formalen Beweise kennt, das stört sich dann nicht an irgendwelchen Keywords wie Assert. Wenn mein Design hierarchisch ist, dann muss ich es flatten. Also das SAT-Kommando kann nur innerhalb von einem Modul und kann nicht über Modulgrenzen hinweg in hierarchischen Designs arbeiten. Das geht mit dem Befehl flatten. Also das macht man nach Prep. Vielleicht Prep auf die Slide auch schreiben sollen. Also man macht Prep und dann macht man Flatten. Der Grund, warum man Prep macht und nicht Synd, sind zwei Gründe. Einerseits mal will man hier ein bisschen konservativer sein. Also es gibt so ein paar, gerade wenn man undef Behavior richtig simulieren möchte, mit der Art und Weise, wie es Verilog ist, wie es Verilog macht laut dem Sprachstandard,
will man jetzt nicht allzu komplexe Optimierungen machen, weil manche von diesen Optimierungen machen dann Dinge defined, die eigentlich undefined wären. Und bei Synthese ist das okay. Ich kann jederzeit sagen, das ist undefined, ich define das auf einen gewissen Wert. Aber wenn mein formaler Beweis irgendwie zeigen möchte, dass das an der Leitung nie ein X sein kann, dann ist das blöd, wenn ich eine Syntheseoptimierung mache, die manchmal X wegwirft und sagt, ein Multiplexer zwischen X und was anderem. Nehmen wir immer das andere. Das ist zum Beispiel eine Optimierung, die möchte man nicht machen. Das zweite ist, dass die Art und Weise, wie ich einen Addierer zum Beispiel auf Logik mappe, ist eine andere, wenn ich das tue, um Synthese zu machen und am Schluss es irgendwie in einem Chip laufen zu lassen, und wenn ich das mache für formale Beweise. Also ich will dort andere Strategien wählen. Und darum möchte ich gerne den Addierer einfach Addierer lassen, und der Satzsolver weiß dann schon, mein Sat-Framework weiß daraus, wie er dem Satzsolver die Addition beibringt in einer Art und Weise, die halbwegs effizient ist. Gut, und dann gibt's eben den Sat-Befehl, und der hat eine Riesenpalette von Parametern. Also da kann man alle möglichen Beweise machen. In dem Fall hätten wir hier dieses klassische Muster vor. Man hat Set Assumes Proof Assets. Das wäre zum Beispiel zwei typische Parameter, die man hat, um mal einen Beweis aufzusetzen. In dem Fall habe ich kein Set Assumes, weil ich habe keine Assumptions in meinem Verilog-Code, und ich sage dann Show Inputs, weil ich möchte gerne die Inputs wissen. Vielleicht sollte ich kurz darüber reden, was ich hier versuche zu beweisen. Ich habe ein Modul mit einem Input A und einem Output Y, und ich schaue, und die sind beide signed. Das ist übrigens eine gute Möglichkeit, wenn man gern Bugs finden möchte in Synthese-Tools. Spielt euch mit signed. Es gibt ein Ding, das heißt Flockhammer, das ich geschrieben habe, das vergleicht die Outputs von unterschiedlichen Synthese-Tools. Das habe ich gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich vergleichen, was Yosys macht mit dem, was andere Tools machen. Und ich finde viele Bugs in Yosys. Und ich habe auch viele Bugs in Yosys gefunden, aber ich glaube, ich habe überproportional mehr Bugs in anderen Tools gefunden, so wie ich angefangen habe, so Sachen wie signed zu verwenden. Das ist wirklich kompliziert, die Verilog-Regeln für signed richtig hinzukriegen. Okay, also ich habe zwei Signale, A und Y, beide signed. Und Y weiß ich folgendermaßen zu. Ich schaue, ob A kleiner ist als 0. Und dann nehme ich minus A. Also ich flippe das Sign. Und ansonsten nehme ich A so, wie es ist. Und dann wird man glauben, Y muss jetzt immer positiv oder 0 sein. Weißt du, weil wenn es kleiner als 0 ist, habe ich ja das Vorzeichen gedreht. Und das kann ich dann hier versuchen, formal zu beweisen. Und dann kommt das Tool zurück, sehen das hier, und sagt mir, ich bin ein Idiot, weil ich Zweierkomplementdarstellung nicht verstanden habe. Und wenn ich die negativste negative Zahl nehme in Zweierkomplementdarstellung, also 1 und dann lauter Nullen, und ich mache davon Minus, bleibt das die gleiche Zahl. Das bleibt die negativste kleine Zahl. Das heißt, diese Annahme, die ich hier habe, war falsch. Und dieses Tool hat mir gezeigt, dass es ein Schlupfloch gibt durch mein Design. Ja, auf der Slide habe ich jetzt nur ein paar andere Beispiele. Was können wir machen? Ich habe gesagt, es gibt so viele Parameter zu diesem Sat-Kommando. Und ich kann quasi alle möglichen Beweise konstruieren. Ich kann zum Beispiel Bounded Model Checks machen. Also die Dinge, die wir uns jetzt angeschaut haben, die haben alle keinen internen State gehabt, die waren alle fad. Jetzt haben wir irgendwas mit internen State, mit Flipflops, und ich sag, ich will eine Sequenz untersuchen von 50 Taktzyklen. Und ich will, dass alle Assumptions halten, und ich will alle Assets prüfen. Das wäre zum Beispiel sowas Typisches, was man machen möchte. In einer echten Anwendung, dass man einen Bounded Model Check macht für eine kleine Anzahl von Taktzyklen. Man sieht natürlich sofort schon das Problem. Nur weil ich bewiesen habe, dass meine Eigenschaften für 50 Zyklen gültig sind, heißt nicht, dass die immer gültig sind. Und das ist in der Tat ein großes Problem bei formalen Beweisen, diesen Sprung zu schaffen, wenn ich Systeme habe mit einem internen State, von es hält für n Zyklen zu es hält für alle Zyklen, für alle Zeit. Es gibt unterschiedliche Strategien, das zu machen. Die einfachste ist Temporal Induction, und das kann ich machen mit dem Sat-Befehl. Was ich im Grunde versuche, mit Temporal Induction zu machen, ist das Gleiche, was ich mache mit vollständiger Induktion, wenn ich irgendwie einen mathematischen Beweis führe. Bei vollständiger Induktion sage ich, ich zeige mal, dass es für die ersten n natürlichen Zahlen gilt, und dann zeige ich, dass wenn es für n aufeinanderfolgende natürlichen Zahlen gilt, muss es auch für die nächste gelten. Und damit habe ich quasi mit diesem
letzten Schritt, mit dem Notationsschritt, habe ich das für alle natürliche Zahl bewiesen. Das mache ich hier für die Zeitschritte. Ich beweise, dass für die ersten n Zeitschritte nach Initialisierung mein Property gilt. Und dann versuche ich einen Beweis zu führen, dass aus das Property gilt für n Zeitschritte, folgt, es folgt, gilt auch für den nächsten Zeitschritt. Vollständige Notation in der Mathematik ist das n meistens 1. Man zeigt, dass es für 1 gilt, und man zeigt, dass es quasi für den Nachfolger einer Zahl gilt, und dann muss es für alle Zahlen gelten. Bei Schaltungen geht das selten, dass ich quasi sage, oh, für den Reset State gilt's. Und weil es für irgendein State gilt, muss es für den nächsten State gelten. Aber für viele, viele, nicht für alle, aber für viele, viele Designs ist das so, dass ich sagen kann, okay, wenn ich 50 aufeinanderfolgende Zeitschritte habe und in jedem dieser Zeitschritte halten alle meine Properties, dann habe ich den Space, in dem ich mich befinden kann, sehr stark eingeengt. Und wenn das lang genug ist, dann gelingt es mir vielleicht zu beweisen, dass es für den nächsten Zeitschritt auch gilt. Aber für viele Designs geht das nicht. Ich kann relativ leicht ein Design machen, das intern einen 32-Bit-Counter hat und der zählt mal hoch und ändert irgendwie grundlegend das Verhalten von dem Modul, wenn der 32-Bit-Counter auf 2 Milliarden steht. Das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen mit einer Induktionslänge kleiner als 2 Milliarden Zeitzyklen. Und das wird schwierig. Also da vielleicht haben wir am Schluss ein bisschen Zeit. Im letzten Beispiel kann man solche Sachen ausprobieren. Was ich. Gut, also das ist der zweite Beispiel hier, Temporal Induction Proofs. Wenn so ein Proof fehlschlägt, ist er nicht immer so einfach wie in der letzten Folie, die ich gehabt habe. Dass das Ding einfach sagt, ganz klar, bei dem Input kann es nicht gehen. Ja? Sondern wenn ich da irgendwie eine CPU habe und dann kommt irgendein Nonsens raus und alles sagt mir, was auf den Inputs war und dazwischen ist diese Riesenwolke von Logik und State, wird nicht gehen. Ich brauche irgendwie die Möglichkeit, den internen State nachzuvollziehen in dem Gegenbeispiel. Und ich kann hier zum Beispiel einfach VCD-Files schreiben, die kann ich mir mit GTK-Wave dann anschauen, mit allen internen Signalen. Das ist relativ bequem. Ich kann auch das SAT-Problem, wie es ist, in einem DMAX-File ausgeben. Damit kann ich zwei Dinge machen. Einerseits kann ich in einem externen SAT-Solver dann versuchen, den gleichen Beweis zu führen. Das Problem ist, der sagt nur noch ja oder nein. Weil, dass ich dann wieder rauskriege, quasi, was war der Wert von welchem Input zu welchem Zeitschritt und so, das kitzle ich nicht mehr raus. Aber es ist sehr praktisch, wenn ich in Erwägung ziehe, ein Plugin zu schreiben für yosys, weil der SAT-Solver, der yosys verwendet, kann über einen Plugin-Mechanismus ausgetauscht werden. Und ich will jetzt vielleicht nicht zuerst das ganze Plugin schreiben und dann ausprobieren, ob der andere SAT-Solver wirklich schneller ist, sondern vielleicht will ich zuerst schauen, ob der andere SAT-Solver schneller ist. Und wenn ja, dann schreibe ich das Plugin und dafür ist es ganz praktisch, da DMAX-Files rausschreiben zu können. Die letzte Zeile finde ich ist sehr schön repräsentativ für die Arten von Dingen, die man oft macht mit diesem SAT-Kommando, einfach interaktiv. Also, und das ist einer der Dinge, die ich auch oft einfach in meinem ganz normalen Job mache. Ich habe irgendein Design, das läuft auf einem Xilinx FPGA und wir haben Chipscope drauf, mit dem wir uns ein paar Signale anschauen und wir sehen, dass da was schief geht. Und dann schaut man sich das Muster an bei Chipscope und sieht quasi zu welchem Zeitpunkt, hat welches Signal, welchen Wert gehabt und vergleicht das mit dem Verilog-Code und sagt, das kann nicht sein. Das geht nicht. Die Schaltung kann nicht in diesen State kommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Signale, die ich nicht sehe, machen, dass diese Signale diese Werte haben. In der Regel liegt man falsch. In der Regel gibt es eine Möglichkeit, das zu tun. Aber rausfinden tut man es dann nur, indem man im Chipscope mehr Signale dazufügt, dann muss man das Design neu übersetzen. Wenn man halbwegs anspruchsvolle Designs hat, dann kann das schon mal einen Tag laufen. Das heißt, man hat eine Iteration pro Tag. was ich auch natürlich genauso sagen kann, ich kann das Design nehmen und kann sagen, lieber SAT-Solver, ich hätte gerne eine Sequenz von 15 Taktzyklen. Ich weiß, das Signal Fu ist immer auf dem Wert 23 und ich weiß, irgendwann ist das Signal Never One auf 1. Und ich hätte gern, dass das beim Taktzyklus 10 ist. Schau, ob das passieren kann. Und wenn es passieren kann, sag mir, welche Werte das Signal bar hat. Und sehr häufig löst das dann diesen Knoten im Gehirn und sagt, ach, natürlich kann das passieren. Ja? Man hat einen Tag gewonnen, wo man nicht darauf warten muss, dass es einen neuen Test FPGA-Bitstream gibt.
Gut, also jetzt habe ich irgendwie so viel Werbung gemacht. Dieser SAT-Befehl in yosys ist so super und man kann so tolle Sachen damit machen. Pros und Cons. Ein Vorteil ist, es ist eingebaut in yosys. Also wenn ich eh schon vielleicht yosys irgendwie verwende in meinem Flow, ich habe gleich dort habe ich die Funktionalität. Ich muss nicht mein Design wieder in einem anderen Format ausgeben, verliere dabei vielleicht irgendwelche Metadaten, die mich interessieren könnten und muss es dann in einem anderen Programm neu verarbeiten. Das ist ein großer Vorteil. Und ich habe relativ gutes Reporting für Counter-Examples. Also ich kann VCD-Files erzeugen, ich kann Tabellen ausgeben und genau sagen, welche Signale mich interessieren. Viele von den anderen freien Tools, die es gibt, die ich verwenden kann für solche Dinge, wenn ich mit yosys ein entsprechendes File ausgib, können sowas nicht, sondern die sagen dann nur, ja, stimmt oder nein, stimmt nicht. Das hat zum Teil damit zu tun, dass das Academic Tools sind und die sind nicht gedacht, dass ein User diese Ausgabe sich anschaut, sondern die sind gedacht, um Wettbewerbe zu gewinnen, um zu zeigen, dass dieser Algorithmus zum Lösen von dem Problem effizienter ist als der andere Algorithmus zum Lösen vom Problem. Und wenn ich das zeigen möchte, dann brauche ich nicht ein gutes Reporting von Counter-Examples und solche Sachen. Das sind Anwenderdinger, das brauche ich nicht, um zu zeigen, dass mein Algorithmus besser ist. Aber jetzt habe ich das Problem, es gibt ein Open-Source-Tool mit einem besseren Algorithmus, aber ich kann es nicht verwenden, weil alles, was der Typ machen möchte, ist irgendwie seine Doktorarbeit verteidigen und nicht irgendwie ein Tool zu machen, das ich verwenden kann. Also wir haben gutes Reporting von Counter-Examples und es ist einfach, solche Ad-Hoc-Proofs aufzusetzen. Wo ich gerade vorher gesagt habe, wir sagen, Signal Fu hat immer den Wert 23. Und ansonsten müsste ich ins Verilog-File gehen, müsste irgendwie ein Assume-Statement wo einbauen, damit ich quasi diesen Teillösungsraum untersuche. Das sind nette Dinge. Das sind Features, die man haben möchte. Was spricht dagegen? Zunächst einmal ist das der SMT-Solver, der da dahinter steht, weil ich eben Dinge wie Additionen und so kann, ein sogenannter eager SMT-Solver ist. Also der Solver selber weiß nichts über Arithmetik oder solche Dinge, sondern der kennt nur boolsche Operationen, der kennt nur Gates. Er kennt nur CNF, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Und es gibt andere Solver, es gibt SMT-Solver, die können das kombinieren mit Wissen über Arithmetik und können Dinge, wo Rechenoperationen vorkommt, viel, viel effizienter lösen. Das heißt, insbesondere wenn ich große Beispiele habe und ich komme in echte Performance-Probleme und sage, jetzt brauche ich schon eine Stunde, damit dieser Beweis durchläuft, dann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo es sinnvoll wäre, ein externes Tool zu verwenden. Was ich oft mache, wenn ich einfach nur zeigen möchte, dass mein Design funktioniert, dass ich mit dem SAT-Kommando in yosys irgendwie kurze Bounded Model Checks mache, weil meistens, wenn ich einen Unfug gebaut habe, fallen mir die schon am Kopf. Und wenn die dann sagen, okay, für 10 Zyklen ist das, schaut alles gut aus, dann gehe ich in ein externes Tool, das vielleicht nicht so gut das Error Reporting hat, aber mir hoffentlich sagt, und ich kann außerdem beweisen, es gilt für immer. Und manchmal passiert es halt, dass man in dieser blöden Zwischenzone ist, dass man offenbar 50 Zyklen braucht, um zu zeigen, dass man einen Fehler gemacht hat. Ein anderes Problem, das wir haben mit diesem SAT-Kommando, ist, dass diese Repräsentation, die ich da habe, die hat keine Theories of Arrays. Das heißt, die kann irgendwie nicht Memories in einer effizienten Art und Weise modellieren und man muss auch hier wieder alle Memories umwandeln in Flip-Flops und Logik. Beim kleinen Design geht das, bei einem großen Design ist das dann problematisch. Und es hat keine super advanced proof strategies. Also ich habe eben diese temporal induction und viele kleine Sachen gehen damit, aber ein Algorithmus, der zum Beispiel sehr gut ist, ist IC3. Da gibt es andere Tools, die können den und ich kann yosys mit diesen anderen Tools gemeinsam verwenden, aber ich verliere dann eben Dinge wie dieses schöne Error Reporting. Gut, also das sind die Vor- und Nachteile. Die Moral von dem sollte quasi sein, das SAT-Kommando verwenden, bis man im Wesentlichen draufkommt, es ist zu langsam. Weil diese drei Cons haben alle was damit zu tun, dass es zu langsam ist. Ich habe keinen hochperformanten SMT-Solver, ich habe keine Theories of Arrays, ich habe keine super advanced Proof Strategies. Solange das SAT-Kommando die Ergebnisse liefert, die mich interessieren und nicht einfach eine Stunde lang
steht mit, ich denke nach, ich denke immer noch nach, dann ist es gut. Aber wenn man in diese Frustration hineinkommt, dann wäre es sinnvoll, sich andere Dinge anzuschauen, die man machen kann. Ja, das kann man auch für andere Dinge machen. Man kann Meter-Circuits bauen. Ein Meter-Circuit ist, ich habe meine Schaltung, die ich testen möchte, und da sind irgendwie drinnen Asserts und Assumes. Und jetzt ersetze ich diese Asserts und Assumes durch eine Schaltung, die testet, ob die Asserts und Assumes, ob das passt. Und diese Schaltung baut einen zusätzlichen Ausgang in mein Design ein. Und dieser Ausgang geht high, wenn irgendwas falsch ist, wenn irgendwas nicht passt. Die anderen Ausgänge wirft man meistens weg, die braucht man eh nicht. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Logik wegreduzieren, da hat man eine kleinere Schaltung. Da habe ich nur noch die Eingänge und einen Fehlerausgang, der sagt, irgendwas stimmt nicht. Und diese Meter-Circuits, die kann ich dann in externen Tools beweisen. Also in ABC zum Beispiel von der Berkeley, weiß ich nicht, Logic Group oder so. Die haben IC3 implementiert, das Quantum dort heißt PDR. Und die können dann ein BLIF-File laden und dann kann ich diesen Beweis führen. Also das ist ein Meter-Circuits sind ein sehr wesentliches Hilfsmittel hier. Weil ich auf der einen Seite quasi die Verilog-Assertions-Welt habe und hoffentlich Ende des Jahres wird das noch viel, viel besser werden. Auf der anderen Seite habe ich gute Tools, die gute Lösungsalgorithmen haben. Aber die sind weit weg davon entfernt, irgendwie ein Verilog-Frontend zu haben, wo ich mit System-Verilog-Assertations irgendwelche obskuren Dinge beschreiben kann. Und mit Yosys genau in der Mitte kann man diese Dinge eben kombinieren. So, dazu ein Beispiel. Wer kennt XorShift? XorShift Star ist ein Semi-Zufallszahlengenerator. Und da gibt's XorShift, schaut im Wesentlichen so aus wie diese drei X- oder Shift-Operationen. Und XorShift Star hat dann eben noch diese Multiplikation mit dabei. Wir haben hier einen 64-Bit großen State-Vektor und diese Funktion, die uns von einem State in den nächsten State führt, die geht von diesen 2 hoch 64 minus 1 Möglichkeiten durch. Der einzige State, der nie vorkommt, ist 0. Der wird nie gewisitet, aber alle anderen kommen vor. Und ich will jetzt quasi beweisen, wenn ich den State am Anfang mal auf was setze, was nicht 0 ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ist so gut wie irgendwas anderes, dass ich dann nie den Null-State erreichen kann. Das ist der Beweis, den ich hierfür. Das Asset sagt, State wird nie Null sein. Und das kann ich natürlich beweisen mit dem SAT-Command, wir schon gesehen haben. Das wäre ein typischer Fall für Temporal Induction. Das schreit so nach Temporal Induction. Weil genau das ist, dass ich hier habe, quasi, wenn ich in einem Nicht-Null-State bin, dann gehe ich wieder in einen Nicht-Null-State. Also offensichtlich, wenn die Grundannahme hinter dem Asset stimmt, dann ist das schon 1:1 ein Temporal Induction Proof. Und das geht auch super schnell. Also da gibt es keinen echten Grund, warum ich das nicht mit dem Build-in-Sat-Kommando machen möchte. Das Problem ist, ich habe kein Beispiel, das auf eine Slide passt, dass ich nicht mit dem Build-in-Sat-Kommando machen kann. Aber glaubt mir, es gibt genug Beispiele, da kommt man an die Grenzen von dem, was möglich ist mit dem Building-Kommando. Und hier unten habe ich genau den gleichen Beweis, aber ich führe ihn jetzt mit ABC über diesen IC3-Algorithmus, mit dem PDR-Kommando in ABC. Und was wir hier machen, der Anfang schaut gleich aus. Ich lese mein Verilog-File. Ich verwende Prep, um quasi so High-Level Coarse-Grain-Synthese zu machen. Dann wird's anders. Ich verwende den Meter-Befehl, um die Schaltung, die ich habe, in eine Meter-Schaltung umzubauen. Also ich entferne die Asserts und Assumptions und ersetze das durch etwas, was einen Ausgang treibt, alle anderen Ausgänge werfe ich weg. Dann wandle ich das in eine Low-Level-Gate-Netzliste um, was ich hier habe, weil nur das versteht ABC. ABC weiß nicht, was eine Addition ist. Also das mache ich mit TechMap und dann optimiere ich nochmal schnell drüber. In dem Fall ist das Optimieren sehr wichtig, weil nämlich der TechMap-Schritt in dem Fall einen 64-Bit-Multiplizierer baut und erst später in der Optimierung sieht, dass der eine Operand konstant ist und dadurch irgendwie fast den gesamten 64-Bit-Multiplizierer wieder wegwirft.
Gut, und dann schreibe ich ein BLIF-File. Und dann kann ich entweder, weiß ich nicht, in meinem Top-Shell-Skript, das alles steuert, einfach ABC aufrufen. Ich kann aber auch in einem yosys-Skript mit Rufzeichen ein beliebiges Shell-Kommando ausführen. Also hier mache ich das. Hier starte ich einfach yosys-abc. Und abc hat ebenfalls so ein Scripting-Ding, wo ich Befehle hintereinander ausführen kann. Das heißt, ich mache read blif auf das blif-File, das ich gerade geschrieben habe. Dann mache ich strash, structural hashing für einen Endinvertergraphen. Und dann führe ich dieses PDR-Kommando aus. Ja, machen wir das vielleicht. So. So. Gut. Ja, also das war jetzt Wegwerfen von einem Multiplizierer. Ansonsten wäre es so gewesen. Gut, aber wir sehen am Schluss hier Shell-Command, Doppelpunkt, da wird dann yosys-abc aufgerufen. Und dann sehen wir hier nur, dass das ist bewiesen. Verification of invariant with one clause was successful. Das Problem ist, wenn es nicht successful ist, steht dort im Wesentlichen was unsuccessful. ja. Gut. Also das. Ups. Das war das. Genau, bevor wir zu dem, ich denke, interessantesten Teil kommen aus dem Spektrum, was man mit yosys machen kann in der formalen Verifikation, ein kurzer Einschub ist Equivalence-Checking. Die Sachen, die wir bis jetzt uns angeschaut haben, sind alle Property-Checking, dass ich irgendwie sage, ich habe eine Schaltung und dann sage ich, das ist meine Property und sag mir, ob das stimmt, dass diese Property wirklich eine Eigenschaft der Schaltung ist, also ob das immer wahr ist. Und man kann auf die Art und Weise natürlich auch Equivalence-Checking machen. Ich kann irgendwie sagen, ich will feststellen, ob zwei Module gleich sind. Und dann mache ich quasi ein Übermodul, wo ich beide instanziere. Die Inputs verbinde ich alle miteinander, so dass die Inputs immer gleich sind. Und die Outputs überprüfe ich auf Gleichheit. Das ist ein Asset, das sagt quasi, die Outputs von diesen beiden Modulen müssen immer gleich sein. Das Problem ist, wenn ich eine sehr große Schaltung habe, dann kann das schwierig werden, in dieser Art und Weise Äquivalenz zu beweisen. Und meistens möchte man Äquivalenz beweisen zwischen zwei Schaltungen, die gewisse strukturelle Ähnlichkeiten haben. Also normalerweise nehme ich nicht einen Equivalence-Check, um quasi zwei völlig unabhängig voneinander entwickelte Module auf gleiches Verhalten zu prüfen. Also das kommt natürlich auch vor. Und dann mache ich im Wesentlichen das, was ich gerade vorher beschrieben habe. Sondern häufig habe ich zum Beispiel das gleiche Modul vor und nach Synthese. Und ich will zeigen, dass es immer noch gleich ist. Wenn man ein Synthese-Tool schreibt, dann ist das sehr wertvoll, so ein Werkzeug zu haben. Und wenn ich aber dieses Problem mir anschaue, dann werde ich die gleichen Netznamen finden. Ich werde sagen irgendwie, das Netz vor der Synthese ist dieses Netz nach der Synthese, hat immer noch den gleichen Namen. Und ich kann die große Schaltung, die ich habe, quasi zerschlagen in kleine Teilschaltungen, die wo ich immer diese Punkte habe, wo ich schon weiß, okay, hier erwarte ich mir, dass das Verhalten gleich sein wird, weil das ist das gleiche Netz, der gleiche Netzname. Das ist jetzt keine Erfindung von mir. Grundsätzlich arbeiten viele Equivalence-Checking-Tools nach diesem Muster. Was eine Erfindung von mir ist, der Weg, wie ich das in den Flow einbaue. Ich beginne mit zwei Modulen natürlich. Ich will zeigen, dass diese Module äquivalent sind. Und dann gibt's das equiv_make-Kommando. Wir sehen das in dem yosys-Skript auf der rechten Seite. Dem gebe ich diese beiden Module und das baut ein drittes Modul. Und dieses dritte Modul, das beinhaltet alle Zellen aus den beiden ursprünglichen Modulen. Die Inputs werden natürlich entsprechend
die Inputs treiben entsprechend beide Schaltungen. An den Outputs gibt es solche $-Equiv-Zellen, die zwei Inputs haben und ein Output, aber irgendwie ein Buffer sind. Also quasi ein Buffer mit zwei Inputs, aber die beiden Inputs müssen immer gleich sein. Und das mache ich natürlich nicht nur am Output, sondern überall in dem Modul, wo ich erkenne, dass ich zwei Punkte habe, die ich korrelieren kann, zum Beispiel aufgrund von einem Netznamen. Und das Nette an dieser Darstellung ist, dass ich jetzt quasi ein Design habe, dass ich in der gleichen Repräsentation halten kann, wie ich sonst Schaltungen halte. Und ich kann wieder eine Sequenz von Kommandos auf das loslassen. Und ich kann unterschiedliche Strategien verwenden. Und der Anwender kann sagen, ich will diese Strategie fahren oder jede Strategie fahren. Und das sind diese ganzen Equiv-Underscore-Kommandos, die es in Yosys gibt. Und da gibt es dann zum Beispiel Equiv-Underscore-Simple. Die schaut einfach nur, habe ich irgendwie diese beiden Cones, habe ich quasi gemeinsame Inputs, die beide Schaltungen treiben, bis ich wieder bei einem gemeinsamen Output lande und dann beweise ich mit dem Satzsolver, ob die äquivalent sind. So simpel ist das Equiv-Simple nicht, wenn ich das mit allen Parametern und Optionen bewerfe, die es hat. Also ich kann auch hier wieder sequentielle Beweise führen, dass ich irgendwie sage, in dem Cone können auch Flipflops dazwischen sein und dann schaut er, ob er irgendwie zeigen kann, indem er die letzten Endzeitschritte berücksichtigt. Wenn das nicht reicht, kann ich sogar Temporal Induction machen zum Beweisen von solchen Inseln quasi, das ist Equiv underscore Induct. Ich kann strukturelle Äquivalenz beweisen, dass ich einfach schaue, sind dort exakt die gleichen Zellen und treiben exakt die gleichen anderen Zellen. Das ist Equiv underscore Struct. Das ist zum Beispiel eine wichtige Komponente in einem Timing-Analyse Reverse Engineering. Ich kann die Lattice Tools eine Timing-Netzliste erzeugen lassen. Ich kann meine Tools eine Timing-Netzliste erzeugen lassen. Diese Timing-Netzlisten müssen strukturell äquivalent sein. Die Zellen heißen anders, die Wires heißen anders, aber es treibt der gleiche Zelltyp den gleichen anderen Zelltyp. Und ich kann mich quasi von den Input und Output der Schaltung in die Schaltung hinein vorhandeln und am Schluss zeigen, ja, das ist wirklich exakt die gleiche Netzliste. Gut, also das ist die Idee vom Equivalence-Checking in Yosys, dass ich diese Equiv-Zeilen habe, dass ich alles in ein Modul zusammenwerfe und dass ich dann unterschiedliche Kommandos verwenden kann, um an dieser Schaltung herumzukauen. Bis zu dem Punkt, dass ich Custom-Beweise machen kann, wo ich sage, okay, ich wende mal das Standard-Kochrezept an und dann kriege ich bei, hier sehen wir am Schluss, Equiv-Status. Und wenn ich den Equiv-Status sage, sagt er mir vielleicht, von deinen 100 Equiv-Zeilen hast du 98 bewiesen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, erzeug mir eine Schaltung, wo ich nur die letzten beiden Zellen quasi drinnen habe, die ich beweisen muss. Und vielleicht kann ich das mit anderen Mitteln dann beweisen, dass das immer noch das Gleiche ist, dass das noch Äquivalenz ist. Über Temporal Induction, über Exporten einen BLIF-File und mit IC3, über was auch immer. Gut. Wir kommen zu dem spannenden Teil. Also, für mich ist das jetzt der spannendste Teil. Und darum ist es am Schluss. Wenn man Yosys installiert, da gibt es ein Programm namens Yosys und dann gibt es ein paar zusätzliche Programme, die Yosys-irgendwas heißen. Zum Beispiel gibt es ein Yosys-config, das ein Package-Config-Ding ist, wo ich dann sage, welchen Compiler muss ich verwenden und welche C-Flex, wenn ich ein Plugin übersetzen möchte, sowas. Es gibt aber auch ein yosys-smtbmc. SMTlib, machen wir vielleicht wirklich so am Slide. SMTlib ist eine Sprache, die man verwenden kann, um mit SMT-Solvern zu reden. Also SMT-Solver ist also so Satz-Solver mit zusätzlichen Theories, die können dann auch Arithmetik verstehen und gleich solche Ausdrücke optimieren. Und normalerweise gehe ich her, wenn man formale Verifikation machen möchte, wenn man sowas programmieren möchte, man nimmt irgendeinen bestehenden Solver, nimmt die C-API von dem und programmiert dann irgendwas, was über die C-API mit diesem Solver sehr eng verheiratet ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass man viel dichter integrieren kann. Das hat den Vorteil, dass man Features verwenden kann, die vielleicht nur dieser Solver hat und kein anderer Solver. Aber es hat den Nachteil, dass man jetzt mit diesem Solver verheiratet ist. Und SMT-Solver, das ist ein Feld, das bewegt sich im Augenblick sehr, sehr flott. Also eigentlich will ich nicht mit einem Solver verheiratet sein. Ich will die Freiheit haben, jedes Jahr einen anderen Solver zu verwenden, wenn ein anderer besser ist.
Also rede ich mit einem Solver über so eine Sprache, über ein Protokoll. Und SMTlib2 ist so eine Sprache und alle SMT-Solver unterstützen SMTlib2. Es hat einen einfachen Grund. Es gibt jährliche SMT-Solver-Competitions, in denen entschieden wird, wer ist der beste SMT-Solver im Land. Und diese SMT-Solver-Competitions verwenden diese Sprache. Das heißt, jeder Mensch, der einen SMT-Solver schreibt, implementiert diese Sprache oder nie wird irgendjemand erfahren, wie toll dieser SMT-Solver ist. Und ich hänge mich da einfach drauf. Ich verwende genau das gleiche Interface. Und für die Art von Beweise, die ich hier führen möchte, funktioniert das ganz hervorragend. Also es gibt viele Beweisstrategien, wo man irgendwie tausende von ganz, ganz kleinen Beweisen ausführen möchte, irgendwie aufeinander aufbauen. Und diese Interaktivität kann dann machen, dass es besser ist, die C-API von einem SMT-Solver zu verwenden, als mit allen SMT-Solvern über so eine Schnittstelle reden zu können. Für die Beweise, die ich hier verwende, habe ich meistens relativ große Beweise, die lange laufen, also Sekunden. Und ab dem Augenblick, wo ich in Sekunden bin, ist das wurscht, dass ich da jetzt irgendwie zwei Prozesse starten muss und die reden über eine Pipe. Und in der Pipe wird da jetzt irgendwie dieses SMT-Lib2-Text ausgetauscht. Gut, also SMT-Lib ist eben diese Sprache. Und Yosys kann Verilog Designs nehmen oder Designs aus anderen Quellen. Ich kann natürlich auch BLIF-Dateien lesen, aber in der Regel liest man halt mal Verilog Dateien. Und kann die dann in SMTlib2 Code-Snippets umwandeln. Das ist noch nicht ein vollständiger SMTlib2 Beweis. Das ist nur eine Beschreibung der Schaltung, die man dann verwenden kann in SMTlib2. Und Yosys SMTBMC kann so eine Datei nehmen und kann dann darauf Beweise aufbauen. Also speziell kann ich mit Yosys SMTBMC wieder zwei Sachen machen. Ich kann Bounded Model Checks machen und ich kann Temporal Induction machen. Also das sind die beiden Strategien, die ich im Augenblick habe. Das ist in Python geschrieben, ist ein relativ überschaubares, einfaches Skript. Also die Magie steckt sozusagen in dem, was Yosys macht beim Konvertieren auf SMTlib2 Snippets. Aber auch wenn es sehr klein sein mag, hat es trotzdem irgendwie sinnvolle, brauchbare Komponenten. Das heißt, ich habe hier zwei Teile. Ich habe das eigentliche Skript und dann habe ich die SMT.io Python Library, die verwendet werden kann, um diese Snippets zu nehmen und in einen SMT-Solver hineinzubashen. Das heißt, wenn ich einen eigenen Beweis machen möchte, wenn es irgendjemand, weiß ich, in C3 implementieren möchte, dann kann man das machen und es gibt eine fertige Infrastruktur und man muss dann nur noch den Beweis, die Beweislogik selber halt in Python schreiben und da habe ich halt jetzt nur mal Bounded Model Checks und Temporal Induction. So, das ist ein kleines Beispiel, wie so SMTlib2 Code ausschaut, den ich da erzeuge. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Probleme von hier. Hier löse ich mal zu Anschauungszwecken kein Schaltungsproblem, sondern ich löse das Puzzle, das da unten auf der Slide ist. Dieses Send plus More equals Money und jeder Buchstabe steht für eine Ziffer. Ich darf eine Ziffer nicht zweimal verwenden. Die Anfangsziffer darf nicht 0 sein. Das ist das Problem, das ich hier löse. Und das löse ich, indem ich eben so eine SMTlib2-Datei schreibe und dann einen SMT-Solver-Aufruf. In dem Beispiel rechts verwende ich Z3. Dem gebe ich diese Datei und der sagt mal SAT. Das ist die Reaktion auf das Check-SAT-Kommando gegen Ende von dem Code drüber. Und dann rufe ich getValue auf und die Antwort auf getValue ist das, was wir hier dann Ausgabe sehen, dass er sagt, irgendwie diese drei Zahlen, das sind die Werte, die wir haben. Was sehen wir in dem SMTlib2 Code? Wir sehen, wir können so ein paar Setup-Dinge machen, wir können Optionen setzen. In dem Fall setze ich Produce Models. Wenn ich das nicht setze, dann kann er mir nur sagen Sat und Ansat. Aber wenn ich ihn dann frage, was ist denn der Value, sagt er, das weiß ich nicht, das habe ich wegoptimiert. Das heißt, wenn ich ihn fragen möchte, quasi später nach den Values, muss ich am Anfang sagen Produce Models. Dann setze ich eine Logic. Das hier ist die QFLIA, also Quantifier Free Linear Integer Arithmetic. Das ist einfach die richtige Logik für diese Art von Problem. Wir verwenden eine andere Logik für die Schaltungen, die ich erzeuge, oder die Schaltungsbeschreibungen, die ich erzeuge aus Yosys, dort verwenden wir QF_AUFBV. Und das ist Quantifier Freeze Arrays Uninterpreted Functions and Bit Vectors.
Das Einzige, was ich wirklich brauche, ist Quantifier Free und Uninterpreted Functions. Also die Arrays brauche ich nur, wenn man Memories hat. Die Bit-Vectors brauche ich nur, wenn man Coarse-Grain-Sachen hat und irgendwie noch Addierer und so unmittelbar abbilden möchte in Additionen in SMTlib. Und dann demonstriere ich eben hier noch ein paar andere Features, die wir haben in SMTlib 2 als Sprache, dass ich irgendwie meine Custom Functions definieren kann, wie zum Beispiel hier 4-Digits und 5-Digits sind eben zwei Funktionen, die ich definiert habe. 4-Digits nimmt 4 Integer und nimmt dann das erste und addiert dazu das zweite mal 10 und das dritte mal 100 und das vierte mal 1000 und dann kriege ich halt die Zahl, die sich aus diesen Digits zusammensetzt. Gut, also so in etwa schauen diese SMTlib-Dateien aus anhand eines einfachen Beispiels. Ich habe natürlich hier auch ein nettes Beispiel, wo wir das jetzt mit Yosys verwenden und ein nicht triviales Ding beweisen, also nicht trivial. Das kann der Satcom natürlich auch beweisen, das ist kein Problem. Aber es schaut ein bisschen furchteinflößender aus als die Beispiele, die wir bis jetzt gehabt haben. In diesem Verilog-Code auf der linken Seite sehen wir quasi die obere Hälfte von dem Verilog-File. Das ist das eigentliche Modul, um das es geht. Also da haben wir einen Clock-Input, wir haben mehrere Zustandsvariablen und wir haben einen Always-Block, wo ich je nachdem, welcher Wert, welches andere Dinge hat, Dinge raufzähle und runterzähle. Und ich behaupte quasi, während das so vor sich hinrennt, werden diese Properties, die wir auf der rechten Seite haben, immer erhalten bleiben. Also ich behaupte, der Counter wird immer zwischen 100 und 200 stehen. Der Counter wird immer gleich sein dem Wert Count A plus 149. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann wird er gleich sein 161 minus Count B. Das sind, und das sind erst, es stimmt. Also in dem Fall, diese Schaltung macht wirklich erfüllt diese obskuren Anforderungen. Am Schluss sehen wir hier dann noch einmal einen Always-Block, einfach nur um nochmal in Erinnerung zu rufen. Man muss jetzt nicht eine Asset-Property verwenden, sondern man kann eigentlich beliebig komplexe Always-Blöcke verwenden oder drinnen Asset und Assume genauso verwenden. In der rechten unteren Ecke sehen wir jetzt das Skript, mit dem ich diesen Beweis führe. Das ist ein Shell-Skript. Zuerst rufe ich Yosys auf. Wieder eine andere Art, Yosys ein Skript-File mitzugeben. Ich kann natürlich Minus mitgeben. Dann liest sein Skript-File von der Eingabe und dann kann ich ein Hier-Dokument verwenden. Ich lese das Verilog-File. Schon langsam kennen wir es, read Verilog, minus formal, ich verwende prep, um irgendwie so ein bisschen Coarse-Grain-Synthese zu machen. Und dann verwende ich schon gleich write SMT2, um so ein SMT2-Code-Snippet rauszuführen. Und ich habe gesagt, wir haben diese Quantifier-Free Arrays Uninterpreted Functions and Bit-Vectors. Und die die Arrays sind optional, nur wenn ich Memories habe. Die Bit-Vectors sind optional, nur wenn ich Coarse-Grain habe. Man muss die Features extra einschalten in den Backend, damit man nicht irrtümlich quasi Snippets erzeugt und da verwendet man Solver, der kann gar keine Arrays zum Beispiel. Darum erzwinge ich quasi, dass man da minus mem und minus bv und so mitgeben. Obwohl Memories gibt es hier gar nicht, also man könnte sich das auch sparen in dem Fall. Und da erzeuge ich jetzt so eine SMT2-Datei. Das ist der Yosys-Teil. Und jetzt kommt dann der Yosys-smtbmc-Teil, mit dem ich den formalen Beweis führe über diese Repräsentation der Schaltung. Zwei Aufrufe. Der erste Aufruf macht einen Bounded Model Check. Ich glaube, wenn ich keine Schrittanzahl angebe, macht er 20 Schritte. Wir werden es gleich sehen. Und das zweite macht Temporal Induction. Da gebe ich eine Maximalanzahl von Schritten an. Ich glaube, die ist auch per Default 20. Aber da arbeitet er quasi von oben runter und schaut quasi, wie viele Schritte brauche ich wirklich. Nicht damit ich quasi da einen unglaublich großen Beweis aufbaue und dann rennt der SMT-Solver Ewigkeiten, bis er nachgedacht hat über diesen riesigen Beweis, der über 100 Taktzyklen geht. In Wirklichkeit hätten mir 2 Taktzyklen gereicht. Das wäre verschwenderisch. Okay, und ich glaube, das sollten wir uns anschauen. So, und es ist bewiesen.
Also wir sehen hier die 20 Taktzyklen von dem Bounded Model Check. Die Zeit hätte ich mal sparen können in dem Fall. Und er macht quasi einen schrittweise größeren Beweis. Also er beweist nicht auf einmal alle 20 Zyklen. Das wäre dumm, wenn man ein bisschen was versteht darüber, wie diese formalen Beweise aufgebaut ist, sondern er beweist quasi zuerst den ersten Schritt. Dass die Assets alle im ersten Zeitschritt stimmen. Das ist praktisch. Wenn ich jetzt den zweiten Zeitschritt beweise, dann kann ich auf einmal den ersten Zeitschritt assumen. Ich habe gerade bewiesen, dass das gilt. Das heißt, ich kann es umdrehen und kann sagen, beweise nicht die ersten beiden. Den ersten habe ich schon, das ist eine Annahme. Und damit kann ich den Beweis ein bisschen schlanker halten. Also wenn ich ihm einfach 20 Taktzyklen auf einmal gebe und sage, beweise, dass meine Assets immer halten. Gut, also das ist dieser obere Teil. Das ist das Ende von dem ersten Aufruf. Zweiter Aufruf ist Temporal Induction. Und wir sehen hier, wir hätten gar nicht 20 Zyklen gebraucht, 2 Zyklen hätten gereicht. Auf 2 Zyklen hat er bereits bewiesen, dass diese Eigenschaften alle stimmen. Eine Sache, die sehr wichtig ist zum Wissen, wenn man mit solchen formalen Beweisen arbeitet, die ein bisschen counterintuitiv ist am Anfang, ist, dass mehr Assets einfacher sind. Also normalerweise denkt man sich, ich will das Tool nicht zu sehr belasten, ich will nur, dass es diese eine Eigenschaft überprüft. Aber eigentlich, wenn man sich so überlegt, je mehr Assets ich habe, desto mehr Einschränkungen gebe ich ihm auf den State Space. Und wenn ich Temporal Induction zum Beispiel machen möchte, wo ich die Annahme habe, wenn ich jetzt schon N-Zyklen habe, vielleicht kann ich von dem schließen, dass im N plus ersten Zyklen auch alle meine Assets gelten. Was er sich zusammenfantasiert für diese ersten N-Zyklen, ist natürlich ein viel breiterer Raum von Möglichkeiten, wenn ich weniger Assets habe. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendeine dieser Assets deaktiviere, mal die da zum Beispiel, ich hätte das vorher testen sollen. Das war ein schlechtes Beispiel. So. Das Asset schaut ja auch nicht wichtig aus, oder? Aha. Ja, dann. Ja, das ist wahr. Also das wird nicht viel bringen. So, mal schauen. Ja, bitte. Irgendeins von denen muss ja wichtig sein. Also wenn man dann alle Assets los hat, dann ist es auch wieder sehr schnell. Okay, ich glaube, ich tue mich an einen falschen Asset spielen. Vielleicht sollte ich ihm die oberen lassen. Nehmen wir mal die weg. Ha, okay. Also jetzt haben wir den Fall, jetzt habe ich ihm ein paar Assets weggenommen und er hat nicht mehr 2 Taktzyklen gebraucht, sondern 6. Auch kein Drama. Aber da sieht man quasi, mehr Assets ist besser. Und das ist dann eigentlich auch gleich eine gute Abschlussbemerkung an der Stelle zu diesen Assets, dass häufig hat man häufig macht man das nicht von Anfang an, dass man Assets in die Designs einbaut. So, macht man ein Design, wird schon funktionieren und dann hat man ein Problem in der Praxis und denkt sich, vielleicht könnte ich mit formaler Verifikation draufkommen, was da schief rennt. Und dann habe ich irgendwie mein Design mit Tausenden und Abertausenden von Zeilen von Verilog-Code und ich weiß, es wird ziemlich gut funktionieren, mit formaler Verifikation das Problem einzugrenzen, wenn das voll wäre mit Assets. Aber wenn ich jetzt nur mein ein Asset hineinschreiben möchte, für das eine Ding, was mich gerade interessiert, dann kann es sein, dass mir das auf den Kopf fällt und ich kann diesen Beweis nicht so führen, wie man das vorstellt. Okay, das war's. Danke. Also hinter diesem QR-Code oder unter diesem Link sind dann jetzt auch schon die Slides. Ich werde die dann nachher irgendwo auf meiner Website noch verlinken.
Da sind auch zum Download die Examples, die wir uns angeschaut haben und die wir dann auf den Slides gesehen haben, falls jemand damit herumspielen möchte. Ich habe da hinten drei noch 20 weitere Slides. So, wenn sich jemand für mehr interessiert zu den Grundlagen von den Dingen, über die wir da gesprochen haben. Jetzt, glaube ich, haben wir nicht mehr die Zeit. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich glaube, wir können noch ein paar Fragen machen. Ja, gibt es noch Fragen? Oh, ich brauche nicht wiederholen. Das ist aber Luxus. Zu deiner zu deinem Ich habe es allen gehört. Ach so, hört man mich, okay. Mhm. Zu deinem Pico RISC 5 Design hast du da die formalen Verifikationsmethoden angewendet? In welchen Bereichen kann man da so eine Aussage treffen, so grob, so und so viel Prozent sind gecovert oder? Also nicht so sehr, wie ich gerne hätte. Es gibt zwei Dinge, die ich mit formaler Verifikation mache, mit dem Pico RV32. Das ist Teil von dem Pico RV32 Repository. Da gibt es das Skriptsverzeichnis und da drin gibt es was für die formale Beweise. Und zwar gibt es beim Pico RV32 eine ganze Reihe von Konfigurationsparametern, die Features ein- und ausschalten, wie zum Beispiel Interrupt-Controller. Was ich beweisen möchte, ist quasi, dass wenn ich einen dieser Cores gut getestet habe, dass der wirklich funktioniert, dass ich das dann auf die anderen Cores übertragen kann. Weil nichts wäre blöder, als wenn jetzt unglaublich viele Leute den Cores in FPGAs verwenden und dort natürlich ein Set von Parametern haben. Und das wird dann in der Praxis gut erprobter Core. Jeder weiß, das funktioniert. Und dann kommt jemand und sagt, ich will den in einem ASIC verwenden, aber weil ASIC ein bisschen andere Anforderungen hat, verwendet ein paar andere Werte für gewisse Parameter und dann ist es auf einmal ein überhaupt nicht getesteter Core, weil niemand hat das bis jetzt so gemacht. Das heißt, da wollte ich formale Verifikation verwenden, um quasi das gleiche Verhalten zu zeigen. Da gibt es zwei Varianten, Sync und Async. Sync vergleicht zwei Cores, die das gleiche extern beobachtbare Timing-Verhalten haben und Async vergleicht zwei Cores, die nicht das extern gleiche Timing-Verhalten haben. Das heißt, der Async-Test, das geht in 15 Taktzyklen oder so, dann ist es zu Ende, dann explodiert die Komplexität von dem. Aber zumindest für 15 Taktzyklen kann ich sagen, egal was der initiale Registerinhalt ist, egal was der Memory-Inhalt ist, der gelesen wird, über 15 Taktzyklen werden diese Cores nicht divergieren in ihrem Verhalten. Und das ist relativ stark, wenn man sich überlegt, damit, dass ich den gleichen Registerinhalt am Anfang erzwingen muss, ich muss nicht einmal irgendwelche Load-Instructions simulieren sozusagen, sondern ich kann gleich, ich würde gleich die Instruktion finden, die divergiert und die scheint es nicht zu geben. Also das mache ich. Was ich nicht mache bei Pico RV32 ist, dass ich im HDL-Code selber zig Assets habe. Ich habe da mal ein paar Assets eingebaut, weil ich es für einen Vortrag gebraucht habe. Da wollte ich, hier ein echter Core. Schnell ein paar Assets einbauen. Aber ansonsten habe ich das hier nicht verwendet. Gut, sonst Fragen? Passt, dann sage ich nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin dann auch hier die ganze nächsten Tage. Und wenn es dann noch Fragen gibt, einfach zu mir kommen und mit mir plaudern. Ja?